Was müssen wir noch machen, genau? Alle Handys aus, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen und seien Sie herzlich begrüßt zu unserem heutigen Abend, dem wir der Leistungsfähigkeit unserer Schulen widmen wollen und der Frage nachgehen wollen, wie unsere Schulen für die Herausforderung der Zukunft aufgestellt sind. Ich begrüße alle, die sich hierher gewagt haben, trotz Corona. Und wir behalten ja alle auch ganz brav die Maske auf. Ich begrüße ganz besonders die Schülerinnen und Schüler, die hier sitzen in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Aber ich begrüße auch die Lehrer und die Lehrerinnen, die hier sitzen und alle Normalsterblichen. Und ich begrüße ganz besonders die uns draußen an den Bildschirmen im Livestream verfolgen. Und ich begrüße auch alle, die uns zu einem späteren Zeitpunkt per Video folgen. Dieser Abend ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Polytechnischen Gesellschaft und des Kuratorium Kulturelles Frankfurt und ist Bestandteil der Veranstaltungsreihe der Polytechnischen Gesellschaft, die unter dem Motto steht: Aufbruch Bildung. Und da ist ein Fragezeichen, das kann ich nicht so gut mitsprechen. Aufbruch Bildung, so muss ich es richtig sagen. Für die Polytechnische ist der Herr Pesch da und der Herr Professor Finke. Mein Name ist Cornelia von Wrangel, ich bin vom Vorstand des Kuratorium Kulturelles Frankfurt. Und dieses Kuratorium Kulturelles Frankfurt ist wiederum eine Tochter der Polytechnischen Gesellschaft. So gehören wir zusammen, wir sind eine Familie und daher die Gemeinschaftsveranstaltung. Jetzt möchte ich aber endlich auch unser Podium begrüßen. Frau Dr. Susanne Gülitzer, ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie sind Leiterin einer integrierten Gesamtschule. Herr Dr. Gerhard Köhler ist der Direktor eines humanistischen Gymnasiums. In Frankfurt sagt man vom Gagern. Und Felix Tobias Diemerling ist Malermeister und Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main. Allen herzlich willkommen und nochmal danke, dass Sie mitmachen. Die Moderatorin sitzt mir hier zur Rechten. Sie wird das Podium gleich nochmal genauer vorstellen. Frau Boberg ist Journalistin und Moderatorin beim Hessischen Rundfunk. Der HR Info ohne Artikel hat heute lange über unseren Abend hier gesprochen und den Abend zum Schwerpunktsthema gemacht und hat Politiker in Wiesbaden interviewt und eine Bildungsexpertin interviewt und das Porträt ihrer Gesamtschule gezeichnet. Von Hause aus ist Frau Boberg Germanistin und Politikwissenschaftlerin und sie hat ihre Schwerpunkte gerade in jenen Themen und in dem Thema, zu dem wir ja heute Abend hier sind, Bildung, nämlich Sozialpolitik, Umwelt und Erziehung. Und sie hat einmal fast ein ganzes Jahr, 11 Monate lang, in einer Brennpunkt-Grundschule in Wiesbaden gearbeitet, kennt also den Alltag, den Schulalltag auch aus dem Inneren heraus. Braucht Frankfurt mehr Gymnasium oder noch mehr andere Schulen? So haben wir unseren Abend überschrieben. Oder anders gesagt, was müsste unsere Jugend künftig können? In der vergangenen Woche ist eine Studie vorgestellt worden,
oder eine Umfrage unter mehr als 1000 Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland. Und diese Studie, die liest sich so, da kommt gerade zum Zeitpunkt, als hätten wir sie für unseren heutigen Abend bestellt. Die große Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter, große Mehrheit heißt über 80%, also nicht nur 60, sondern 80%, halten den Stundenplan für nicht mehr zeitgemäß, fordern eine radikale Überarbeitung des Fächerkanons und wünschen sich mehr Disziplinen mit Alltagsbezug. Einer dieser Schulleiter wird zitiert in dieser Studie mit dem Satz: Die Schule in Deutschland ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Stimmt das? Und wenn ja, wie kommen wir dann ein bisschen weiter in dieses 21. Jahrhundert? Das wollen wir jetzt besprechen. Ich bin gespannt und ich bin sicher, dass das ein hochinteressanter Abend wird. Ich muss noch gerne was Technisches sagen an die draußen gerichtet an den Bildschirm. Wenn Sie Fragen haben an unsere Diskutanten oder auch an die Schüler, gerne stellen Sie die im Chat. Frau Dr. Müller-Proska, die ich auch ganz herzlich begrüße, wird sie bündeln und dann vortragen. Dann geht's jetzt los und ich verziehe mich von hier. Ja, ganz herzlichen Dank, Cornelia von Wrangel, für die einleitenden Worte und auch schon die erste Vorstellung meines tollen Panels heute, mit dem wir alle gemeinsam, hoffe ich, doch auch ganz intensiv ins Gespräch kommen werden. Frau von Wrangel hat auch die Schulleiterstudie natürlich schon erwähnt, die ist wirklich brandaktuell. Heute Morgen haben wir bei uns im Programm auch darüber diskutiert und das wollen wir natürlich heute Abend auch gerne mit Ihnen machen. Ich kann Sie nur ermuntern, nutzen Sie die Gelegenheit, dass wir endlich, würde ich aus meiner Perspektive sagen, wieder physisch zusammen diskutieren können. Wir alle haben sehr viel online in den letzten Monaten aushalten müssen und auch diskutiert. Deswegen nutzen Sie die Gelegenheit, Sie hier im Raum natürlich gerne durch ein Mikrofon, das Sie benutzen können für Ihre Wortmeldung. Wir sehen hier Christoph Lüttger auch vom Kuratorium an der Seite, der das Mikrofon dann sozusagen zu Ihnen bringen wird. Aber Sie alle zu Hause, die uns hoffentlich jetzt auch gut verstehen können, nutzen Sie gerne den Chat, dass wir das über Frau Dr. Müller-Broskert auch tatsächlich hier mit in die Diskussion einbringen können. Zu mir, Sie haben mich ja schon kennengelernt, Petra Boberg von HR Info. Ich war tatsächlich in einer Brennpunkt-Grundschule, habe das gemacht, weil wir darüber berichten wollten, was der Lehrermangel an Grundschulen tatsächlich für Auswirkungen hat. Und ich bin keine studierte Lehrerin, aber ich hatte die Gelegenheit, dadurch etwas in dieses Schulsystem auch einblicken zu können. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Und mit Ihnen, das Thema haben wir ja schon gehört, eben auch wollen wir heute Abend tatsächlich über dieser Überschrift: Braucht Frankfurt mehr Gymnasium oder vielleicht lieber ganz andere Schulen? Das gilt natürlich nicht nur für Frankfurt, sondern es gilt für ganz Deutschland, für Hessen und darüber hinaus. Wir wollen nicht mit Ihnen darüber diskutieren, ob wir mehr Gebäude brauchen oder bessere Toiletten und bessere Ausstattungen, sondern wir wollen tatsächlich mit Ihnen darüber diskutieren, wie Kinder heute in welchen Lernumfeldern sie tatsächlich lernen sollten, in welchen sie faktisch das noch tun. Wir wollen mit Schüler und Schülerinnen darüber reden, was sie eigentlich gut und wichtig finden, was sie erlebt haben in der Schule und wollen natürlich auch nochmal den Blick werfen auf den Aspekt des Ausbildungsmarktes. Das wissen Sie alle, wir suchen händeringend nach Fachkräften, dennoch streben immer mehr zum Abitur, ins Studium. Erstmals haben wir mehr Studenten als Auszubildende, beziehungsweise 2020, das sind die aktuellsten Zahlen. Und darüber wollen wir natürlich auch noch diskutieren. Deswegen bin ich auch froh, dass ich so ein toll besetztes und sehr diverses Panel heute haben. Ja, Reformstau oder wie auch immer wir das nennen wollen. Wir würden auch natürlich mit Ihnen darüber diskutieren, was muss in den Lehrplan eigentlich rein und was sollte auch mal rausgenommen werden. Ja, Sie kennen das sicherlich, diese Skills auf Neudeutsch des 21. Jahrhunderts. Ich nenne sie nochmal: Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Da wollen wir auch erstmal gucken, was ist das überhaupt, vor allen Dingen Kollaboration, was bedeutet das? Was hat das heute in der Schule zu suchen und inwieweit konkurriert das möglicherweise mit dem Satz des Pythagoras? Also auch darüber sollten wir dringend diskutieren. Stühle, denn es ist toll, dass wir heute nicht nur über Schülerinnen und Schüler reden, sondern vor allen Dingen auch vorstellen darf. Wir haben schon die Namen und sie hat einen ganz tollen Blog.
wenn Sie Interesse haben, als Wissenschaftlerin gearbeitet und aktuell ist sie die Schulleiterin hier in Frankfurt an der IGS Karl-Bach-Riedberg. Aber sie hat davor auch schon mal eine Schule gegründet. Das ist ihre Leidenschaft und warum das so ist und was sie damit gerne auch den Schülerinnen und Schülern ermöglichen möchte. Darüber wollen wir natürlich heute Abend mit ihr diskutieren. Deswegen toll, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Sehr herzlich begrüße ich aber auch Felix Tobias Diemerling, Frankfurter. Hat nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung gemacht, nämlich zum Maler und Lackierer. Er hat dann eine Gesellenprüfung abgelegt, wie man das so schön macht, hat seine Gesellenzeit in Stuttgart verbracht, hat dort auch seinen Meister gemacht, hat sich dann aber noch weiter qualifiziert und ist heute geprüfter technischer Fachwirt, Fachrichtung Farbe. Und er ist seit 2004 selbstständig, seit 2012 Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main mit Sitz hier in Frankfurt. Und Sie können sich vorstellen, wie er darunter leidet, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler studieren und keine Ausbildung machen. Und was er so erlebt und wie diese Schülerinnen und Schüler, die dann bei ihm ankommen, wie die qualifiziert sind oder auch nicht. Darüber wollen wir heute Abend auch diskutieren. Deswegen toll, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auch natürlich sehr, dass Dr. Gerhard Köhler da ist. Seit 2018 leitet er ein humanistisches Gymnasium, das Heinrich-von-Gagern-Gymnasium hier in Frankfurt. Und er ist auch Vorsitzender der Schulleiterarbeitsgemeinschaft der Schulen mit altsprachlichem Profil in Hessen. Er hat griechische Philosophie studiert, Mathematik, Philosophie, so, da kommt es, und Erziehungswissenschaften in Berlin und im griechischen Thessaloniki. Und in Frankfurt sind Sie seit 2013 und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und da wir diese Studie, da Frau von Wrangler diese Studie schon erwähnt hat, auf die wir im Verlauf unserer heutigen Diskussion auch wirklich immer mal wieder eingehen werden, weil sie einfach so brandaktuell ist und für mich auch ein bisschen überraschend, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin ja die sogenannte Bildungsredakteurin bei HR Info, verfolge das schon sehr lange. Ich war überrascht über das Ergebnis, dass der Reformwille doch so stark tatsächlich auch ist und in diesen Zahlen sich auch spürbar auch zeigt. Und deswegen würde ich auch ganz gerne mit der ersten Frage tatsächlich auch mit diesen Ergebnissen der Studie anfangen. Sie haben es gesagt, Frau von Wrangel, haben verschiedene Zahlen schon genannt. Ich würde eine hervorheben und sagen, dass 93% der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter sich wünschen, dass im Unterricht mehr Lebenskompetenzen vermittelt werden, um Schülerinnen und Schüler besser auf das Erwachsensein und die Arbeitswelt vorzubereiten. Und da würde ich das gerne als erste Frage in die Runde werfen und gerne von Ihnen wissen, Herr Dr. Köhler, Sie sitzen mir am nächsten, ob das etwas ist, was Schule aktuell nicht schafft, deswegen wir diese hohen Zahlen haben. Ich glaube, es hängt davon ab, ob die Schule das schafft von den Lehrkräften. Also entscheidend ist in der Schule nach wie vor, wer vorne steht und wer für das Lernen verantwortlich ist und wer das Lernen anleitet. Und wenn Schulleiterinnen und Schulleiter beklagen, dass es keinen Alltagsbezug gibt oder keinen hinreichenden Alltagsbezug, dann ist das aus meiner Sicht nicht unbedingt jetzt dem System an sich geschuldet, sondern die Frage, wie Unterricht gestaltet wird. Denn hier in Hessen, Sie haben vorhin die Skills angesprochen, sind ja die Kerncurricula alle kompetenzorientiert und bieten im Grunde wirklich viele Möglichkeiten, Unterricht zu gestalten. Es gilt halt, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und insofern, glaube ich, haben wir eigentlich die Möglichkeiten, Unterricht auch zeitgemäß zu gestalten. Es steht und fällt mit den Personen. Und das, was ich aber auch mitbekomme, ist, dass sehr, sehr viele Lehrkräfte ihren Unterricht auch zeitgemäß gestalten. Vielleicht gibt es den Wunsch von Schulleitern und Schülern, dass das noch stärker der Fall ist. Aber es gibt diese Möglichkeiten und die werden auch schon genutzt. Sie sagen, es steht und fällt mit den Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, Sie würden es ganz wegnehmen von der Schulform. Also hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Gesamtschule, eine integrierte Gesamtschule, eine Realhaupt- oder ein Gymnasium ist. Nein. Aus meiner Sicht in keiner Weise, weil es darum geht, Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern. Und das ist aus meiner Sicht vollkommen unabhängig von der Schulform, sondern es geht darum, egal an welcher Schulform ein Kind sich befindet, dass es bestmöglich gefördert wird. Und das ist Aufgabe der Lehrkräfte. Und jede Lehrkraft ist gehalten, den Unterricht auf die jeweilige Lerngruppe abzustimmen. Und das ist ja das Spannende an unserem Beruf.
mit jeder Lerngruppe, die wir unterrichten, in meinen Fächern ändern sich die Lerninhalte jetzt nicht so wesentlich in Mathematik oder in Griechisch, aber mit jeder Lerngruppe ist es eine neue Herausforderung, weil es neue Menschen gibt, um die es da geht. Und deswegen ist es keine Frage der Schulform oder des Faches, sondern tatsächlich die Frage, wie weit man sich auf den Unterricht einstellt. Frau Gülitzer, teilen Sie diese Auffassung oder würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, bei Ihnen an der neu, ja noch im Aufbau befindlichen Schule werden Kinder und Jugendliche, was das angeht, besser gefördert als an einem klassisch-humanistischen Gymnasium? Besser würde ich jetzt nicht sagen. Anders. Ich würde die Frage überhaupt ganz anders verstehen als Sie, Herr Köhler. Mhm. Also ich würde sofort zurückfragen, was meinen Sie denn jetzt mit Lebensbezug? Und dann bin ich aber schon genau bei der Frage, was eine Gesamtschule ist. Es gibt ganz unterschiedliche Lebensbezüge und ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ja? Und die müssen in die Schule. Also es muss sozusagen die unterschiedlichen Lebensbezüge, die Lebensziele, unterschiedliche Erfahrungen müssen in die Schule. Und Schule muss sich auch so öffnen, dass sie rausgeht in das Leben. Und dann ist man sofort bei der Frage, geht das? Deswegen habe ich auch sofort mein Büchlein eben gezückt und mir aufgeschrieben, vorne steht der Lehrer oder die Lehrerin und die Lerngruppe. Genau das kann es dann eben nicht mehr geben. Weil es gibt nicht die Lerngruppe, die jetzt gerade das braucht, sondern es gibt nur ganz unterschiedliche Kinder und Jugendliche, die ganz Unterschiedliches brauchen und vielleicht auch mit 10 Jahren anderes brauchen als mit 15. Also das verändert sich auch. Das heißt also, ich kann eigentlich überhaupt keinen Lebensbezug für eine Lerngruppe insgesamt herstellen. Ich kann natürlich eine Gemeinschaft herstellen und das ist auch ein ganz wichtiger Teil von Schule, dass man Gemeinschaft und Gemeinsamkeit auch herstellt. Also es ist nicht unnötig geworden, gruppenbezogen was Schönes zu machen. Aber sozusagen einen Lebensbezug herzustellen, der besteht meines Erachtens, und da bin ich auch nicht die Einzige, darin, dass man die Schule so öffnet, dass die Individuen auch unterschiedliche Erfahrungen machen können und unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Mhm. Und insofern ist dann die Antwort schon eine andere als Ihre, aber in jedem Fall steht und fällt es mit den Personen, die in Schule agieren. Also das würde ich sofort unterschreiben. Und mit den Lebensbezügen, erlauben Sie, dass ich nochmal nachfrage, meinen Sie, dass das schwierig ist, weil einfach Kinder und Jugendliche so unterschiedlich sind und so viele unterschiedliche Ressourcen mitbringen? Ist das, was Sie meinen? Ja, also unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche sexuelle Orientierungen, die sich dann ja auch in der Sekundarstufe langsam zeigen, unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Familien, und so weiter. Mhm. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler mitbringen und mit denen wir ja auch handeln müssen. Also in dem Moment, wo ich eine Ballade bespreche mit allen, das so unter Umständen mache ich auch sowas, dann muss ich aber damit rechnen, dass hier 25 Kinder sitzen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen haben und auch unterschiedliche Erfahrungen mit Schule. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt von Schulveränderung. Also wenn Sie jetzt bezogen auf Ihre Frage mit dem Lebensbezug. Mhm. Und der beste Lebensbezug ist natürlich immer, die Schultüren aufzumachen und die Kinder rauszulassen und die Jugendlichen und wieder reinzuholen. Und dann die Frage zu stellen, was hast du denn gerade erlebt? Was ist denn das draußen, das Leben? Weil das ist das, was Schule kann. Befragen, was man erlebt und dann fachlich oder auch überfachlich zu überlegen, wie kann man das denn wieder in eine Frage kleiden oder wie kann man das wieder in einen Untersuchungsgegenstand bringen. Aber dafür muss ich erstmal raus und wieder rein. Mhm. Würden Sie, bevor wir gleich zu Ihnen kommen, muss ich nochmal rückfragen, sagen, dass der Lebensbezug an einem humanistischen Gymnasium nicht so eine große Rolle spielt? Selbstverständlich spielt er da eine große Rolle, weil es, glaube ich, gerade beim humanistischen Gymnasium ja genau darum geht, möglichst alle Anlagen, die bei einem Kind vorhanden sind, zur vollen Entfaltung zu bringen. Also deswegen kann ich mich da im Grunde vor Dr. Görlitz ja nur anschließen, dass es ja darum geht, jeden Einzelnen bestmöglich zu fördern. Und ja, wir stehen immer unter dem Rechtfertigungsdruck, warum wir noch Latein und Griechisch unterrichten. Aber ich glaube, der Grund liegt ja auf der Hand, wenn wir einfach nur wirklich mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Wir haben immer noch Tragödien, die aufgeführt werden. Wir haben Kunstwerke, die sich auf die Antike beziehen. Es gibt ja ganz viele Anknüpfungspunkte, die immer noch bestehen, weil tatsächlich einfach anthropologische Grundkonstanten festgestellt worden sind in der Antike, die zeitlose Bedeutung haben. Und das ist auch tatsächlich ein Bezug zu der Welt, weil es aus meiner Sicht ganz wichtig ist, aus dieser schnelllebigen Welt, in der wir leben,
auch mal ein Stück weit heraustreten zu können, um zu überlegen, was eigentlich wirklich den Menschen ausmacht, worum es in einer Gesellschaft geht. Und das ist wichtig, das losgelöst von eventuell tagespolitischen Geschehnissen zu tun. Und das hilft gerade, wenn man dann eine weitere Perspektive einnimmt, wenn man sich zum Beispiel in die Antike bewegt. Aber diese Kontextualisierung, die muss immer erfolgen. Es muss deutlich werden für Schülerinnen und Schüler, warum sie etwas lernen. Und sei es einfach nur auf einer relativ abstrakten Ebene, dass man sagt, das können Sie jetzt vielleicht noch nicht überschauen, warum das wichtig ist, aber Sie werden es noch verstehen. Ich vergleiche gerne im Unterricht Lernprozesse auch mit Sportaktivitäten. Es gibt ja viele Sportaktivitäten oder Einzelübungen, die an sich vielleicht nicht so viel Freude machen, aber die Kinder und Jugendliche mitmachen, weil sie wissen, dann kann ich später besser Fußball spielen. Also um Slalomstangen herumlaufen dergleichen. Diese Übung an sich macht vielen keine Freude, aber sie machen das mit, um tatsächlich dann später etwas besser zu beherrschen. Und so gibt es auch in der Schule bestimmte Inhalte, die man eventuell tatsächlich sich aneignen muss, die an sich keine Freude bereiten, aber die Freude kommt eben ein wenig später. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Schule mit vermitteln sollte. Die Schule öffnen auf jeden Fall, aber es ist auch wichtig, dass wir im Grunde in der Schule dafür sorgen, dass es eben ein fruchtbares Miteinander gibt. Herr Diemeling, ich beziehe mich auf das, was Herr Köhler sagt, die Schülerinnen und Schüler, die bei Ihnen ankommen. Sie sagen, Herr Köhler, ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler verstehen, warum sie zum Beispiel den Satz des Pythagoras lernen müssen. Die bei Ihnen, mit denen Sie Kontakt haben, die sich dann für eine Ausbildung hoffentlich bei Ihnen interessieren, haben Sie das Gefühl, dass die das tatsächlich verstanden haben, wenn sie bei Ihnen in die Lehre gehen oder da anfangen? Also ich will es mal anders ausdrücken. Bei uns ist der Eindruck, dass Schulabgänger sehr häufig schlicht und ergreifend nicht ausbildungsreif sind, dass Schule sie nicht auf Ausbildung und zum Teil auch aufs Leben vorbereitet hat. Ich glaube, das geht aber schon damit los, dass wir gesellschaftlich nicht alle Talente gleich wertschätzen. Das ist der erste Schritt, wo wir ein Problem haben. Wir sind natürlich sehr viel in der Berufsorientierung unterwegs, haben im Jahr eine Veranstaltung, wo wir so 100, 150 Jugendliche, alles Schulabgänger, die also in dem aktuellen Jahr von der Schule abgehen, bei uns sind, die machen gewisse Tests und wir führen mit jedem ein Feedbackgespräch. Und da ist es tatsächlich so, dass alle 100, 150 Schüler nicht in der Lage waren, 10% von etwas auszurechnen. Und aber einen Hauptschulabschluss oder teilweise sogar einen Realschulabschluss hatten. Das beschreibt das eine Problem, was wir sehen. Wie es zustande kommt, können Sie besser beurteilen. Wir sehen nur das Ergebnis. Und das zweite Problem, das aber für mich mindestens genauso groß ist, ist, dass viele dieser Jugendlichen schon sehr entmutigt bei uns ankommen und sich nicht als akzeptierter Teil der Gesellschaft fühlen. So will ich das mal ausdrücken. Und das meinte ich, wir müssen als Gesellschaft, glaube ich, lernen, dass alle Talente wertvoll sind und auch alle Talente wertschätzen. Das spiegelt sich im Übrigen für mich auch in der beruflichen Bildung wieder. Das ist heute nicht das Hauptthema, aber es ist ja auch eine der Schulformen und das ist desaströs, was da passiert. Naja, vielleicht ist das Problem, Herr Diemeling, aber auch, dass wir uns einbilden, wir wüssten, wo die Talente liegen. Also das ist eben genau meine Erfahrung. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger Lehrerin. Tatsächlich ist es so, dass Kinder mit ganz unterschiedlichen Talenten in die Schule kommen und sich wahnsinnig entwickeln und Entwicklungen tatsächlich nicht ganz vorhersehbar sind. Und ich bin aber sowas von der Meinung, dass Latein und Griechisch seine Bedeutung und seine Berechtigung hat. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man nicht hochtrabende, abstrakte, philosophische Dinge lernen sollte in der Schule. Also der Meinung bin ich durchaus. Aber wenn wir 10-jährige Kinder, also ich bin ja jetzt in der Sekundarstufe 1, wenn wir 10-jährige Kinder bekommen, dann können wir nicht sagen, wo die Reise hingeht. Wir können nur sagen, was ist genau das, was du jetzt im nächsten Schritt lernen musst. Also die Stufe der nächsten Entwicklung, die können wir sagen. Wir können, und das können wir anleiten. Aber sozial-emotional von den sprachlichen Voraussetzungen, von dem, was fachlich gerade dran ist, das können wir anbieten und können das auch arrangieren, das machen wir auch, aber die Entwicklungen sind vollkommen unterschiedlich. Und das war ja auch ein Teil unseres Gesprächs eben, den wir schon leicht vorgeschaltet hatten, weil ich glaube Ihnen das sofort, dass Sie diesen Befund haben.
Denn das genau ist das, was wir im fünften Schuljahr erleben, dass die Kinder nicht rechnen können, die Rechtschreibung nicht können und so weiter und so fort. Also jetzt kann man auch nicht sagen, die Grundschule hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, die hat sie sehr gut gemacht. Also wahrscheinlich würde die Grundschule jetzt genau dasselbe sagen von dem Kindergarten im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Also es verändert sich etwas. Und ich meine, dass wir das ganz sachlich einmal betrachten sollten. Es ändert sich Kindheit, es ändert sich Jugend. Die Kinder und Jugendlichen kommen mit vollkommen anderen Talenten in die Schule, haben ganz andere Bedürfnisse als noch vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Das ist ja immer so. Und Schule muss darauf reagieren. Wenn ich dazu vielleicht noch ganz kurz einhaken darf. Aus meiner Sicht bildet sich das aber schon in den Lehrplänen ab. Also wir hatten noch Werken in der Schule, da gab es Handwerken und andere Dinge, die gemacht wurden. Das ist ja alles komplett verschwunden. Und das zeigt ja schon, dass diesen Dingen keine Wertschätzung gegenübergebracht werden. Und das kommt offensichtlich so auch bei den Schülern an, die sich in dem Bereich dann später betätigen wollen. Und da geht es für mich los, weil wir haben im Moment, gibt es ja vom Zentralverband des Deutschen Handwerks die schöne Kampagne, alle Kinder wollen was mit Handwerk tun, bis ihre Eltern es ihnen ausreden. Und genau das meine ich. Das erleben Sie ja auch, wenn komplette Grundschulklassen aber wirklich ohne eine Ausnahme ans Gymnasium wechseln. Da stelle ich mir schon die Frage, kann das überhaupt sein? Und wenn man den Druck miterlebt, den auch jemand, der sich vielleicht entscheidet, einen Realschulabschluss zu machen oder gar auf die Hauptschule zu gehen, den er dann erlebt. Ich habe das im Übrigen selber erlebt. Ich bin auf ein Gymnasium gegangen und habe dann irgendwann entschieden, dass ich gerne die Firma von meinem Vater übernehmen möchte und habe mich dann entschlossen, nach dem Realschulabschluss abzugehen und bin dann diesen Weg gegangen. Und ich sage immer so etwas salopp, ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo du so stark diskriminiert wirst, wie wenn du dich fürs Handwerk entscheidest. Und das habe ich tagtäglich erlebt, da könnte ich Ihnen tausende von Beispielen sagen. Ich hatte genug Selbstbewusstsein, das auszuhalten. Aber daran sieht man ja schon, dass etwas in die falsche Richtung geht. Ich möchte das gerne unterstützen, was Herr Diemerling gerade gesagt hat, weil, und vielleicht auch noch etwas unterfüttern, denn ich sehe auch eine mangelnde Wertschätzung für ganz weite Bereiche der Gesellschaft und halte das für ein Grundproblem, und im Grunde schlage ich damit die Brücke auch zu Ihrem Beitrag, Frau Göllitzer, dass nicht klar ist, wo immer die Talente der Kinder liegen, aber gesellschaftlich wir gerade eine Tendenz hier zumindest auch in Frankfurt wahrnehmen, die im Grunde vorgibt, nur mit dem Abitur kann man glücklich werden. Und die Abiturzahlen zeigen das auch im Grunde, oder das lässt sich an zwei Zahlen ganz gut festmachen. Wir haben in Frankfurt eine Übergangsquote von der Grundschule ans Gymnasium von deutlich über 50%. Also über die Hälfte eines Jahrgangs wechselt von der Grundschule an das Gymnasium. Aber in den letzten Jahren, und das war schon eigentlich immer so, haben wir nur eine Abiturientenquote von deutlich unter 40%. Das heißt, über 10 Prozentpunkte eines Jahrgangs beginnen zwar an einem Gymnasium, enden aber nicht an einem Gymnasium oder verlassen das Gymnasium nicht mit dem Abitur. Das sind ja ganz viele Bildungsbiografien, die dort einen ganz anderen Weg nehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Problem oder ein Grund für dieses Problem besteht genau darin, dass Kindern eingeredet wird, nur mit dem Abitur würde man wirklich glücklich werden. Und das ist etwas, was ich wirklich bemängle. Und da geht es genau darum, darauf gesellschaftlich zu reagieren. Und bevor wir uns sozusagen dann bei der Frage zum Beispiel befinden, braucht Frankfurt mehr Gymnasien, wäre es ja vielleicht schön, wenn wir erstmal diese Diskrepanz erklären zwischen diesen über 50%, die aufs Gymnasium gehen, und die unter 40%, die das erfolgreich dann absolvieren. Das ist natürlich eine sehr zugespitzte Überschrift, einfach um die Problematik oder das Thema auch noch mal zu schärfen. Aber Sie haben jetzt unterschiedlichste Dinge gesagt, die sehr wichtig sind, und ich versuche das ein bisschen auseinander zu klamüsern, damit wir nicht alles vermischen. Aber vielleicht an der Stelle noch mal den Hinweis, wenn Sie mitdiskutieren wollen, melden Sie sich gerne. Wir haben ja die Möglichkeit und die Mikrofone, also wenn Sie Fragen haben, bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit uns und auch an Sie zu Hause. Wir haben ja hier die Möglichkeit, auch über den Chat Ihre Fragen auch unmittelbar in die Diskussion mit reinzubringen. Also vergessen Sie das nicht. Ich habe noch mal ganz aktuell heute Morgen beim Kultusministerium mir ein paar Zahlen geholt, weil ich das immer ganz interessant finde. Ich weiß, Zahlen sind Schall und Rauch, aber manchmal sind sie ganz sinnvoll. Im
Jahr 2021, 2022 waren insgesamt hessenweit 212.800, also roundabout 800 Schülerinnen und Schülerinnen sind zum Gymnasium gegangen. Wenn ich alle anderen Schulformen, die es noch gibt, es gibt nicht mehr so viele Hauptschulen, aber die gibt es auch noch, dazu rechne, sind alle anderen Schulformen in Hessen gehen 157.000 Schülerinnen und Schüler. Also das ist ganz klar die Tendenz. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler geht aufs Gymnasium. Nur um nochmal eine Zahl auch reinzubringen. Warum die dann sozusagen nicht mit dem Abitur ändern, das ist ein Thema, über das wir, denke ich, heute auch noch diskutieren sollten. Wir haben zwei Aspekte eigentlich schon angerissen mit dem auch, was Sie gesagt haben, Herr Diebeling. Sie sagten, einmal ist die Problematik, dass nicht alle Talente entdeckt werden, die Schülerinnen und Schüler im Verlauf ihrer Schulsozialisation, sage ich mal, entwickeln, wie Sie das auch beschrieben haben. Und dass das oft schon Schulverweigerer sind, wenn die dann bei Ihnen in die Ausbildung kommen. Ja, also die eine Frage ist, wie kann es Schule schaffen, ob jetzt Abitur, also mit Abitur, Gymnasium oder einer integrierten Gesamtschule, tatsächlich alle Ressourcen, Talente von Schülerinnen und Schülern zu entdecken und zu fördern. Das würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Das ist die eine Frage, wie kann das gelingen? Welches Lernumfeld brauchen wir dafür? Welche Schulen brauchen wir dafür? Welche Lehrende brauchen wir dafür? Und der andere Teil ist ja mehr zu fragen, was sind das überhaupt für Kompetenzen? Das ist ja der zweite Teil, den Schüler und Schülerinnen heute auch lernen sollten, um sozusagen perspektivisch in ihrer Zukunft die Möglichkeit haben, ein chancengerechtes Leben zu führen. Das ist ja der zweite Teil. Und ich würde gerne anfangen mit Ihnen tatsächlich zunächst einmal darüber zu diskutieren, über welche Kompetenzen reden wir denn eigentlich oder sollten wir regeln? Stichwort, was muss raus aus dem Lehrplan, aus dem Kerncurriculum, was muss rein? Weil Google weiß doch eigentlich schon alles, könnte ich ja jetzt etwas spitz formulieren. Frau Gülitzer, Ihrer Meinung nach, diese Kernkompetenzen, die wir eingangs auch genannt haben, diese vier Cs, ne, die ich auch genannt habe, da würde ich gerne nochmal mit Ihnen drauf gehen, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Was ist eigentlich mit Kollaboration gemeint und wie leben Sie das gerade in Ihrer Schule? Also ich muss nochmal sagen, warum das wichtig ist. Ja, gerne. Weil das mit der Frage was zu tun hat, die Sie heute Abend gestellt haben. Teamarbeit oder Zusammenarbeit ist ja deswegen wichtig, weil Frankfurt eine bunte Stadt ist. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten, wir haben ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herkünften. Ich selber bin zum Beispiel argeplagt, was mir auch immer mal wieder aufs Brot gestrichen wird, fühle mich aber als Frankfurterin. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen in Frankfurt. Wir haben, wie gesagt, unterschiedliche Weltanschauungen und so weiter und so fort. Und die kommen in der Schule zusammen. Und das, finde ich, ist etwas, was wir immer wieder vergessen. Schule ist im Moment die wichtigste Agentur, in der alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal was sie mitbringen, zusammenkommen. Und das ist etwas, was eine Riesenressource ist, natürlich auch eine Herausforderung, aber eine riesige Ressource. Und das müssen wir nutzen. Und dann kommt man zur Teamarbeit oder zur Kollaboration oder zur Zusammenarbeit, also den Formen von Zusammenarbeit, die deswegen wichtig sind, weil sie einen gesellschaftlichen Kit ausmachen. Weil sie unsere, aber nicht nur den Kit, das ist viel zu defizitär. Das macht die Pluralität, das macht die Lebendigkeit, das macht die Wissenschaft, das macht die Kunst aus. Ja, also wenn man heute ins Museum für moderne Kunst geht, dann sieht man Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt. Und das muss auch so sein. Und diese Zusammenarbeit ist ungeheuer wichtig. Und deswegen muss sie natürlich in Schule stattfinden. Also von daher, es geht bei den Kompetenzen oder bei der Kompetenzorientierung, die bei uns ja so eine große Rolle spielt, nicht darum, dass man gar kein fachliches Lernen mehr hat, ja. Wir haben eben so gefeixt, hier sitzen zwei Humboldtianerinnen. Ich finde Sprachenlernen ungeheuer wichtig. Also es gibt ja Dinge, an denen man etwas im Team lernt. Also man kann ja im Team nicht einfach nur Teamarbeit machen. Man braucht ja irgendwas, an dem man arbeitet. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber da kommt eben das Zweite, was wir brauchen. Wir brauchen eine Echtheit. Also wir brauchen echte Probleme, an denen wir zusammenarbeiten. Und das leitet ein bisschen über... Die Frage habe ich mir gestellt, als Sie beide sprachen, wer macht denn das Abitur attraktiv? Wer ist das denn? Ja, wenn wir das so immer wiederholen, ja, warum ist das denn so attraktiv? Warum wollen die alle Abitur machen? Also ich mache das Abitur nie attraktiv und trotzdem wollen alle Abitur machen.
Also Sie machen es auch nicht, Sie auch nicht, ja, aber trotzdem wollen alle Abitur machen. Das hat ja was mit, sagen wir mal, Armutsrisiko und so weiter und so fort zu tun. Dazu kann ich ja ganz wenig sagen, weil ich gar keine Expertin bin. Aber ich kann eins sagen, unsere Schulen sind nicht attraktiv genug. Das weiß, also da, das würde, diese These würde ich schon vertreten. Sie ist nicht attraktiv genug, dass man, wenn man in die Schule geht, tatsächlich lernt, was macht denn Malelackierer? Mhm. Was ist denn das? Kann das Spaß machen? Ist das vielleicht ungeheuer attraktiv für mich? Auch kognitiv stellt mich das vor Herausforderungen. Was kann ich denn damit später machen? Was ist denn Griechisch und Latein? Warum gibt es denn das überhaupt? Mhm. Ja, also diese ganzen Fragen, die werden in der Schule noch oft viel zu altbacken vertreten. Mhm. Also es schlägt jetzt ein bisschen den Bogen zu dem, was Sie am Anfang sagten. Deswegen haben Sie ja auch den Tischler bei sich auch in der Schule und die Werkstatt. Aber bleiben wir nochmal bei den Kompetenzen, Herr Diemeling. Sie haben ja gesagt, dass die Schülerinnen und Schülerinnen, die nach der Schule zu Ihnen kommen, nicht immer über die Kompetenzen verfügen, die sie gerne hätten. Warum ist eine zweite Veranstaltung? Ja? Also das ist sozusagen dieses gesellschaftliche Framing, geht bloß alle an die Uni und macht keinen Ausbildungsberuf, obwohl wir ja den Fachkräftemangel haben. Also welche Kompetenzen sollten Schulen, gehen wir mal unabhängig von der Schulform, ob Gymnasium oder auch eine Gesamtschule, eine integrierte Gesamtschule, denn Ihrer Meinung nach vermitteln, damit für die Zukunft Schülerinnen und Schüler oder junge Menschen selbstbestimmt und chancengleich auch im Handwerk leben und also arbeiten können. Ich bin da jetzt mal ganz pragmatisch. Das sind für mich die Dinge, die ich brauche, um mein Leben bewältigen zu können. Lesen, Schreiben, Grundrechenarten, Prozentrechnen, ganz pragmatische Dinge. Was vielleicht zu einer Allgemeinbildung noch alles dazugehört, da gehört sicherlich auch noch einen Tag mehr dazu. Da bin ich an der Stelle überfragt. Ich denke, da müssen die Fachleute die Antwort drauf geben. Für mich ist eigentlich der wesentliche Punkt, und da will ich auch noch mal darauf hinweisen, oder das will ich noch mal unterstreichen, es fehlt in der Schule, oder ich formuliere es noch anders, der Mensch beginnt bei uns erst beim Akademiker, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Mhm. Und daraus resultieren alle anderen Probleme. Weil wenn Sie heute als Elternteil Ihr Kind auf eine Realschule schicken, kriegen Sie ja auch schon gesellschaftlichen Druck. Sie kommen in einen Rechtfertigungsdruck. Also ich habe das im privaten Umfeld gerade erlebt, Leute wirklich in Rechtfertigungsdruck kommen. Und warum ist das so? Weil nur die akademische Bildung überhaupt einen Wert hat in unserer Gesellschaft. Das ist jedenfalls das, was ich beobachte. Und das meine ich, wenn ich sage, wir brauchen alle Talente, da meine ich auch nicht nur Handwerk mit. Das gilt genauso für den sportlichen Bereich und für viele andere Dinge mehr, wo wir einfach, glaube ich, gesellschaftlich umdenken müssen und uns bewusst machen müssen, dass das alles gleichwertig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir das machen, dann wird es auch in der Schule wieder einfacher, die gesamte Bandbreite einfach darzustellen. Und wir haben aber ja selbst in der beruflichen Bildung immer mehr den Trend, das zu theoretisieren. Das geht so weit, dass die in handwerklichen Berufen, das BIP in handwerklichen Berufen eine Prüfung es möglich machen wollte, eine Prüfung mit reinem Theoriewissen zu bestehen, ohne dass ich die entsprechenden Praxisaufgaben schaffe. Das ist ja völlig absurd an der Stelle. Und ich glaube, diesen Trend müssen wir brechen. Und ich glaube auch, dass das im hessischen Kultusministerium ein Problem ist. Ich glaube, dass da wahrscheinlich die Umfrage unter den Schulleitern wäre, wenn man sie im Kultusministerium gemacht hätte, nicht so ausgegangen. So will ich es mal vorsichtig formulieren. Ich meine, das Problem ist natürlich nur, also die Tendenz muss man brechen. Aber es ist immer schwierig, Menschen zu erklären, also hör zu, es kann nicht jeder Abitur machen und du gehörst jetzt leider zu denen, die halt kein Abitur machen. Also das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich weiß, Sie haben das anders gemeint, ja, oder Sie haben das gar nicht in diese Richtung gemeint. Aber die Frage ist eben, um zu der Anfangsfrage zu kommen, der Veranstaltung, welche Schulen braucht Frankfurt, beziehungsweise braucht Frankfurt noch weitere Gymnasien? Nein, weil wer bin ich denn, dass ich Familien sage, du darfst auf Gymnasium, du darfst Abitur machen, du aber nicht. Aber da liegt doch schon der Denkfehler. Sie sagen, du darfst. Und das ist doch natürlich der Denkfehler. Natürlich. Die Hauptschule muss genauso akzeptiert sein wie das Gymnasium. Und es darf überhaupt nicht dazu kommen, dass du sagst, du darfst aufs Gymnasium und du musst auf die Hauptschule. Sondern es muss so sein, du hast Interesse,
dich handwerklich zu betätigen. Du wirst optimal darauf vorbereitet, auf unseren Hauptschulen. Mhm. Und du möchtest, was weiß ich, griechische Philosophie studieren. Du bist genau richtig am Gagan-Gymnasium. Mhm. Und es ist beides gleichwertig. Mhm. Und das ist ja genau das Problem. Und das sehen Sie auch immer wieder in den eigenen, ich erwische mich im Übrigen selber dabei, dass ich solche Formulierungen treffe. Und daran sehen Sie ja schon, wie tief das verankert ist. Mhm. Das ist aber auch eigentlich Auftrag der Schule, der Schulsozialisation, so ein gesamtgesellschaftliches Bild und eine Debatte auch zu führen, damit Schüler und Schülerinnen, die dann in Zukunft darüber diskutieren, da eben chancengleich diskutieren und da, dass wir davon wegkommen. Wir haben aber eine Meldung, zwei Meldungen aus dem Publikum. Genau. Drei. Wenn Sie kurz sich vorstellen und immer nur eine kurze Frage, bitte. Ja, Claudia Wolf ist mein Name. Ich bin ebenfalls Schulleiterin. Ich habe gar keine Frage, sondern ich würde gerne einen Aspekt bei dieser Thematik noch mit zu bedenken geben. Wir haben durchaus auch das Problem an den Gymnasien, dass es Eltern wie Schülerinnen und Schüler gibt, die nach der Jahrgangsstufe 6, in der Jahrgangsstufe 7, 8, während der Pubertät feststellen, ach, zweite Fremdsprache ist nicht so dolle und eigentlich fände ich es viel schöner, wenn ich auf ein anderes System gehen könnte und mich da entsprechend in anderen Talenten ausüben könnte, aber dafür haben wir gar keinen Schulplatz. Das heißt, diese Schülerinnen und Schüler, und das sind nicht wenige, sind auf Gedeih und Verderb an die Gymnasien gekoppelt, weil sie gar keine Möglichkeiten haben, an andere Schulen zu gehen, weil die Schulplätze nicht da sind. Ganz wichtiger Aspekt, das haben Sie ja auch, Frau Göhler, bei Ihnen in der Schule das Problem, dass Sie gar nicht quer nehmen können, weil Sie ja eigentlich schon von Anfang an voll sind. Wir haben eine weitere Meinung, Anregung, Frage hier vorne in der, genau. Ja, mein Name ist Wilfried Volkmann, ich bin Vorsitzender des Vereins Eltern für Schule. Ich wollte noch folgenden Aspekt in die Diskussion mit einbringen. Die Frage, welche Schulform denn man auswählt, beziehungsweise welchen Bildungsgang man auswählt, ist auch häufig, so in Frankfurt zumindest der Fall, äußerst basiert auf einer Grundlage von hoher Uninformiertheit der Eltern über die Möglichkeiten, die einen beruflichen Erfolg auf dem Schulwege schon leistet. Also ich meine, es ist alle Eltern, die in Deutschland nicht auf die Schule gegangen sind, kennen zum Beispiel die duale Berufsausbildung überhaupt nicht, auch den Wert und den Sinn und Zweck einer dualen Berufsausbildung nicht. Das heißt, wenn man den Menschen mal klar macht, was wir im Rahmen einer Veranstaltungsreihe auch tun, darauf mal hinweist, welchen Wert denn die duale Berufsausbildung hat und welchen beruflichen Erfolg sie auch garantiert. Sieht man ja jetzt, wenn man zum Beispiel einen Installateur mal gerne hätte, der einem vielleicht mal die Heizung nachguckt, dann stellt man fest, da gibt es nichts. Und in dem Moment ist dann vielleicht der Einzelne auch, sagt, boah, also das wäre doch was. Wenn man sozusagen vom beruflichen Erfolg auf das Geld guckt, dann sollte man auch berücksichtigen, dass Abgänger, die aus der beruflichen Schule, aus einem dualen Bildungsgang gehen und dann Geselle sind, heutzutage schon so viel Geld verdienen, das muss erst mal ein Bachelor oder ein Master nach ein paar Jahren dann verdienen, was bis dahin dieser Mensch verdient hat. Also es gibt zwei Aspekte. Vielen Dank. Ich würde es direkt, bevor wir zur nächsten Frage oder Anregung kommen, an den Herrn Dr. Köhler stellen. Ist es so, dass Gymnasium quasi in einer zu elitären Blase lehren, sodass Schülerinnen und Schüler, die auf ein Gymnasium gehen, tatsächlich überhaupt gar nicht konfrontiert werden mit anderen Möglichkeiten nach dem Abitur außer dem Studium? Es gibt ja viele, die das auch kritisieren, Schüler und Schülerinnen. Wir fragen ja auch gleich noch und sagen, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, und zwar früher, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Aber bei uns gab es nie eine Berufsberatung auf dem Gymnasium. Also nach meinem Kenntnisstand haben im Grunde auch alle Gymnasien die Berufs- und Studienorientierung als ganz integralen Bestandteil des Lehrplans integriert, sodass tatsächlich auch eigentlich alle Schülerinnen und Schüler sehr frühzeitig schon an Berufsfelder herangeführt werden.
Natürlich findet das am Gymnasium später statt als vielleicht an anderen Schulformen, weil die Aufgabe des Gymnasiums eben tatsächlich eine andere ist. Es geht ja eher um den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, aber verbunden mit einer Berufs- und Studienorientierung in dem Sinne natürlich, dass wir darüber aufklären, zum Beispiel über die dualen Systeme, weil wir auch ja nicht wenige Schülerinnen und Schüler haben, die vielleicht in der Oberstufe merken, dass die Schulform Gymnasium vielleicht doch nicht die passende ist für sie, aber die natürlich dann andere Perspektiven sich eröffnen möchten. Und ich kann der Kollegin nur beipflichten, wir haben theoretisch ein durchlässiges Schulsystem in Hessen, aber theoretisch nur insofern, weil wir in Frankfurt nicht unbedingt die Schulplätze haben. Wir brauchen ja gerade die Möglichkeit, individuell auf die Kinder reagieren zu können, und die ist pragmatisch nicht gegeben. Und das ist ein Hauptproblem. Aber das ist nicht das Problem der Berufs- und Studienorientierung. Die findet an allen Gymnasien auch statt. Also Verallgemeinerung ganz kurz, nur ist ja sowieso immer schwierig. Wir können nicht über die Gymnasien reden, sondern man muss das natürlich ganz individuell diskutieren. Ne? Aber jetzt kriegt die Diskussion ein bisschen die Schlagseite, die ich schon kenne. Nämlich die Durchlässigkeit unseres Schulsystems ist ja mehr oder weniger von oben nach unten. Also von oben nach unten gibt es eine große Durchlässigkeit, nach oben gibt es wenig Durchlässigkeit. Ich stimme voll und ganz überein, dass wir ein wunderbares anschlussfähiges Schulsystem haben. Also man kann eigentlich mit allen möglichen Abschlüssen noch alles möglich machen. Das ist ohne Frage so. Aber wenn wir jetzt so diskutieren, als wäre es ein Problem der Aufklärung, wir müssen den Menschen nur gut erklären, dass die Hauptschule auch toll ist, dass die Realschule auch toll ist, dass die Gesamtschule auch toll ist, dann machen wir genau das, was Sie eben sagten, und es funktioniert nicht. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Lehrerin und es funktioniert nicht. Es funktioniert eben anders, und das ist meine Erkenntnis. Es funktioniert so, dass Eltern möchten das Beste für ihr Kind. Davon muss man erstmal grundsätzlich ausgehen. Und wenn Schule so ist, dass sie attraktiv ist, dass Eltern wissen, da findet mein Kind eine Motivation, da kann es sich auseinandersetzen mit, da gibt es interessante Aspekte, da kann es Berufe kennenlernen, da kann es aber vielleicht auch Sprachen lernen, wenn es mal ein bisschen älter ist und vielleicht nicht mehr nur Spielen im Kopf hat. Also wenn Eltern die Erfahrung machen, Schule ist etwas, was sich auf das Kind bewegt und nicht umgekehrt passt das Kind auf die Schule, sondern die Schule macht sich passend zum Kind, dann kommen auch die Eltern. Wir haben überhaupt kein Problem mit Anmeldungen. Ja, es gibt andere Schulen, die auch teilweise hier im Saal sind in Frankfurt, die haben auch kein Problem mit Anmeldungen. Toi, 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 ich hoffe, dass das auch so bleibt, ja, aber Ich lese das auch als eine Bestätigung meiner These oder meiner Vermutung, oder das ist meine Arbeitshypothese für die Schulgründung, dass ich sage, die Schule muss attraktiv sein, und zwar für alle, für alle Kinder. Und für nicht, Lehrer und Lehrerinnen. Genau, und nicht wir sagen, du darfst das oder du darfst das nicht. Sie haben mich erwischt, voll, aber sowas von, ja. Sondern du kommst und dann... Schauen wir mal. Machen wir alle möglichen Angebote. Und was sich dann entwickelt, sieht man. Genau, wie wir auch die Ressourcen und die Talente fördern, dann kommen wir noch dazu. Aber wir haben jetzt noch aus dem Chat Fragen dazu. Und dann würde ich tatsächlich, ich sehe sie alle, ich würde gerne aber einen kurzen Bruch machen, weil ich würde dann auch gerne mal Schüler und Schülerinnen fragen, um der Diskussion nochmal eine andere Dynamik. Ich habe sie alle gesehen, sie kommen auch noch dran, aber das finde ich enorm wichtig, weil wir so, ich würde jetzt akademisch sagen, auf einer Metaebene unterwegs sind, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir die Fragen, die es betrifft, und das machen wir, nachdem wir gehört haben. Darf ich noch einen absolut, Satz natürlich zu direkt dem Herrn darauf sagen, antworten? Ja, gerne. Das ist, also was Sie gesagt haben, spricht mir wirklich aus dem Herzen. Es ist auch im Übrigen so, wenn ich Jura studiert habe und dann Einstiegsgehälter von 2.500 Euro habe, da lachen wir im Handwerk drüber, das sage ich jetzt mal so ganz salopp. Aber Sie haben noch einen wichtigen Aspekt vergessen, denn viele Kinder quälen sich durchs Gymnasium, weil sie da nicht hinwollen, die quälen sich danach durch ein Studium, was sie nicht wollen. Und die werden im Handwerk händeringend gesucht. Und wir haben viele, viele Beispiele. Wir haben gerade eine junge Dame, die bei uns ein duales Studium gemacht hat, die eigentlich nur mal ins Handwerk schnuppern wollte und die so begeistert ist, dass sie nicht mehr von der Baustelle weg will. Ja, der Betrieb würde sie gerne ins Büro holen und die will gar nicht mehr von der Baustelle weg. Das kann wirklich glücklich machen. Und das müssen wir, glaube ich, auch vermitteln und klar machen. Das gibt sehr glückliche und erfolgreiche Lebenswege, wenn man sich auch für die berufliche Bildung entscheidet. Lassen Sie uns nur diesen einen Satz noch, das finde ich sowieso,
was glücklich macht. Auf diesen Punkt wollte ich eigentlich auch noch kommen. Mhm. Bitte. Ja, also es gibt einen Kommentar, jetzt weniger eine Frage im Chat, zum Beispiel eine Dame, die Rheinland-Pfalz lebt, wo sie sagt, keine Realschulen und Hauptschulen es mehr gibt, sondern es gibt eine Realschule Plus. Und sie sagt, das Problem ist eben, dass diese Realschulen Plus soziale Brennpunkte sind und davon ausgehend die Eltern dann halt sich überlegen, entscheiden wir uns doch besser für das bessere soziale Umfeld, jetzt weniger für den Bildungsweg tatsächlich. Mhm. Ne, also das ist wohl auch, denke ich, was ja auch damit reinpasst, ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen kurzen Cut und gehen an den Nachbartisch. Und alle, die sich angesprochen fühlen, kommen mit mir hier rüber. Und dann bräuchten wir auch das Mikrofon. Genau, ich gehe mal ein bisschen seitlich, damit wir keine Rückkopplung haben und damit ihr auch gesehen werdet. Also ich möchte erst mal alle vorstellen oder vielleicht stellt ihr euch einfach selber vor. Ich glaube, das ist an der Stelle doch besser und wir können so einmal rumgehen und dann könnt ihr kurz sagen, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Ich bin Samuel, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe auf das Heinrich-von-Gagern-Gymnasium und ich bin jetzt in der 11. Klasse und wir sind ja ein G8-Gymnasium, das heißt, ich bin jetzt in der Q2 und mache dann nächstes Jahr mein Abitur. Mhm. Ich bin Hanna Simon, ich bin 18 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abitur am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium absolviert und studiere jetzt und arbeite, genau. Ich bin die Elisabeth, ich bin genau wie Hanna auch bis letztes Jahr aufs Heinrich-von-Gagern-Gymnasium gegangen und studiere auch gerade Philosophie. Ich bin Lina Weber, ich bin 13 Jahre alt und ich gehe auf die IGS Kalver-Riedberg und besuche dort die 8. Klasse. Mhm. Ich bin Vanessa Engelke, bin 11 Jahre alt und bin in der 6. Klasse auch auf der IGS Kalver-Riedberg. Ich bin Mirja Luckwil, ich bin 12 Jahre alt und ich gehe auch in die 6. Klasse der IGS Kalver-Riedberg. Und ich finde es erstmal toll, dass ihr, wir hatten spontan ein bisschen die Idee, ich finde es ganz herausragend, dass es geklappt hat, also toll, dass ihr da seid. Wir haben ja jetzt schon relativ viele Punkte auch auf dem Panel angesprochen, aber es ging vor allen Dingen darum auch, dass nicht immer alle Talente gefördert werden. Wir haben darüber auch diskutiert, was man eigentlich heute in der Schule noch lernen soll oder sollte und wir sind noch nicht dazu gekommen, wie man das am besten schaffen kann, um auch letztlich am Ende seine Ziele zu erreichen. Ich würde euch ganz gerne ganz offen erstmal fragen, ihr habt die Schule ja schon sozusagen hinter euch gelassen, ihr alle seid noch auf der Schule. Was ist denn für euch eine gute Schule? Was muss sie bieten, damit ihr euch so entfalten könnt, wie ihr das für euch selber als Person, als Mensch für wichtig empfindet? Vielleicht fangen wir einfach wieder an und gehen da so die Runde zurück. Also ich finde, dass die Schule generell einfach verschiedene Lernangelegenheiten anbieten sollte und dass man gucken kann, wo möchte ich hin und was gefällt mir auch. Mhm. Und wie geht das denn bei euch an der Schule? Ich glaube, vielleicht kennen gar nicht alle das euer Schulkonzept. Also wie geht das bei euch? Also ihr könnt euch auch gerne gegenseitig helfen. Das ist auch sehr aufregend natürlich. Also bei uns auf der Schule geht es so, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll. Also was soll ich denn so erklären? Naja, also ihr habt ja, eure Schule ist ja schon ein bisschen anders. Ihr habt ja zum Beispiel viel Projektarbeit, ihr habt gemischte Lerngruppen. Es ist ja schon anders als zum Beispiel das, was wir gleich von den Schüler und Schülerinnen vom Gymnasium. Vielleicht kannst du einfach beschreiben, wenn ihr ein Thema habt, zum Beispiel Ägypten, habe ich gesehen, ich war nämlich auf der Schule in der letzten Woche. Das ist jetzt gerade ein Riesenthema und da macht ihr ein Projekt und wie ihr das angeht. Okay, also zum Beispiel ein Projekt jetzt. Wir hatten das Thema Ägypten. Ich zum Beispiel hatte das Thema, was aßen die alten Ägypter? Und wir haben da zum Beispiel was gebacken und gekocht und ja. Mhm. Das heißt, ihr habt immer am Anfang so eine Inputphase, da kriegt ihr viele Informationen und dann könnt ihr letztlich selber in der Gruppe, müsst ihr eine Forschungsfrage euch überlegen und dann könnt ihr gucken, ne, was interessiert euch, wo müsst ihr euren Schwerpunkt setzen, dann könnt ihr das sozusagen im Diskurs mit den anderen, also im Gespräch, erarbeiten. Ist das vielleicht, kannst du helfen, du hast das ja schon ein bisschen häufiger erlebt, Lina, ist das was du ganz besonders schätzt an deiner Schule? Also ich schätze vor allem auch dieses Vertrauen, dass wir quasi diese Forscherfragen uns selbst aussuchen dürfen. Klar, wir müssen einen Projektantrag ausfüllen und dort wird dann gesagt, ja, wird erlaubt oder nein, wird nicht gestattet.
Aber ich finde das, ich schätze das auf jeden Fall, weil wir so auch die Themen bearbeiten können, die uns wirklich interessieren. Und an Themen, die einen wirklich intensiv interessieren, an denen arbeitet man dann auch intensiver. Und das ist genau das quasi, was finde ich auch wichtig ist, dass man schaut, klar, jeder muss ein bestimmtes Grundwissen haben. Klar, wir machen jetzt das, also unser Thema aktuell ist Gesundheit. Aber mich zum Beispiel interessiert viel mehr als andere zum Beispiel diese, die mentale Gesundheit, psychische Gesundheit. Und andere zum Beispiel interessieren sich viel mehr für Sport und diese typische, normale, körperliche Gesundheit. Und da kann ich dann gucken mit meiner Gruppe zusammen, was interessiert uns, was sind die Teilthemen, die wir machen wollen. Und dadurch können wir dann auch intensiver halt dran arbeiten, weil es uns mehr interessiert. Dann arbeiten wir mit mehr Spaß dran und dann wird das Produkt auch meistens besser. Mhm. Ist das was, was für dich für eine gute Schule ausmacht, dass du sozusagen auch im Rahmen, natürlich haben auch diese Schule ein Kerncurriculum, es ist nicht so, dass die da nur kochen und basteln, ne? Also das muss man auch nochmal sagen an die Kritiker, sondern da wird auch natürlich Mathe, Englisch und Deutsch gelernt und gelehrt. Aber du hast Spielräume, die du gerade beschrieben hast. Ist das was, was für dich sagt, dass deswegen ist es eine gute Schule? Oder was ist für dich eine gute Schule? Also ganz am Anfang, also auf Nummer 1 steht natürlich dieses Wohlfühl, dieses Wohlfühlgefühl. Und ich finde, es wird dadurch auch gegeben, dadurch, dass halt jeder so seinen eigenen Bereich hat, in den er arbeiten kann. Wie gesagt, wir haben Themen vorgegeben, weil jeder ein bestimmtes Grundwissen haben muss. Aber das ist auch das, was vorhin angesprochen wurde, für was man später machen will. Da kann man dann schon in die Themen quasi mehr einsteigen, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, eher was mit Sport machen möchte oder was halt in die Richtung, dann kann man schon so gucken, dass man sich mehr auf so Themen spezialisiert, als auf jetzt mentale Gesundheit oder sowas. Mhm. Und das sind auf jeden Fall gute Aspekte. Mhm. Gut, dann gehen wir nochmal das Mikro weiter. Elisabeth und Hanna, ihr habt ja die Schule jetzt schon hinter euch gelassen. Das heißt, ihr habt es schon geschafft und könnt rückblickend reflektieren. Ihr habt die Diskussion auch verfolgt. Findet ihr euch wieder, auch bei euch im Kontext eures Gymnasiums, auf das ihr ja gegangen seid, würdet ihr rückblickend sagen, das war eine gute Schule, eine gute Ausbildung, Schulausbildung, die wir da genossen haben? Oder habt ihr auch Ideen, wo ihr sagt, Mensch, da könnten wir mal ein bisschen was verändern, moderner werden? Oder wie denkt ihr darüber? Also für mich persönlich war das eigentlich die ideale Wahl. Ich habe das sehr genossen und ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt. Das lag bei mir zu einem großen Teil auch an AGs. Zum Beispiel, ich war im Chor und im Orchester und habe da einfach richtig tolle Erfahrungen gemacht. Und wie Herr Köhler ja auch am Anfang schon gesagt hatte, bei mir hing das auch wirklich sehr, sehr stark von den Lehrkräften ab. Also für mich, ich hatte da einfach wahnsinniges Glück und dann abhängig eben von den jeweiligen Lehrkräften hatte ich auch das Gefühl, dass wir wirklich sehr nah auf Themen eingehen konnten, die jetzt irgendwie individuell interessant waren. Mhm. Und von daher, ja, also für mich war es super. Ich habe mich immer wiedergefunden, ich habe mich immer wohlgefühlt und klar, aber das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Das ist einfach, ja, wie ich das empfunden habe. Mhm. Ja, also ich kann der Elisabeth eigentlich nur zustimmen. Es war für mich auch eine sehr gute Wahl. Ich habe mich immer wohl gefühlt und bereue das auf jeden Fall nicht. Ich würde auch sagen, dass es zum großen Teil an Lehrern liegt, aber auch sehr an einem bestimmten Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl, das finde ich in unserer Schule sehr stark ist. Und ich glaube, wenn Schulen das haben, kann das auch, sage ich mal, wenn man mal gerade weniger Lust auf Schule hat oder es gibt vielleicht schwierigere Phasen, kann einem das auch sehr dadurch tragen. Und das hat dann nicht nur damit was zu tun, wie ist gerade der Mathelehrer oder wie gut versteht man Mathe, sondern mit einem grundsätzlichen Gefühl. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ich und Elisabeth haben uns jetzt sehr wohl dort gefühlt, aber wie sie sagt, ist natürlich auch sehr subjektiv. Ich kenne zwar auch, also die meisten meiner Mitschüler würden dem zustimmen, aber es gibt bestimmt auch Schülerinnen und Schüler, zu denen eine andere Form vom Gymnasium besser gepasst hätte oder eine Gesamtschule. Mhm. Aber das Problem ist da ja auch, dass man das oft vorher einfach nicht wissen kann. Also man kann ja nicht mit 9 oder 10, wenn man aufs Gymnasium kommt, wissen, ob man eher handwerklich begabt ist oder halt lieber ein Medizinstudium machen möchte. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit gewesen. Das ist das, was Frau Gülitzer auch schon gesagt hat. Noch eine Frage, bevor wir zu dir kommen. Wie findet ihr beide denn so eine Debatte überhaupt, die wir heute Abend führen? Also wir haben ja gesehen, diese Studie, die zeigt ja, viele Schulleiter und Schulleiterinnen sagen, Mensch, da müssen wir doch mal ein bisschen was verändern auch. Wir müssen für mehr Chancengleichheit sorgen. Wir müssen Schüler und Schülerinnen befähigen, dass sie ja mehr an einem praktischen Leben orientiert wird. Findet ihr das wichtig und richtig, solche Debatten?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass es für uns beide jetzt so gut funktioniert hat, das ist super toll gelaufen, aber das muss ja nicht heißen, dass das für jeden so ist. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass also gerade die Schule, die ja eben, wie gesagt, für alle ein Ort ist, wo sie hingehen, muss sich ja eigentlich stetig weiterentwickeln und immer mit der Zeit gehen. Und deswegen, ich finde das super wichtig und ich finde auch, dass eben für Leute, die jetzt vielleicht eben nicht so gut ans Gymnasium gepasst haben, das natürlich ja, wahnsinnig wichtig ist, irgendwie Alternativen auszuloten und irgendwie zu gucken, wie man das reformieren und verbessern kann, sodass eben man auch den Mut hat, noch später in andere Richtungen zu gehen, falls man einfach merkt, dass das nicht so richtig was für einen ist und dass man eben auch über Alternativen informiert wird, auch an einem Gymnasium, wo man eben auf eine allgemeine Fachhochschulreife hinarbeitet, dass man trotzdem Alternativen gezeigt bekommt und genau, auch klargemacht wird, dass das dann nicht minderwertig ist. Ja, also ich würde dem auch ganz genauso zustimmen. Ich finde auf jeden Fall, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch bestimmte Reformen da auf jeden Fall nötig sind und vor allem das, was auch Elisabeth gerade gesagt hat, dass es geht ja nicht nur darum, geht man auf einem Gymnasium oder auf einer Realschule, auf einer Gesamtschule, sondern dass es halt auch, wenn man vielleicht auf einem Gymnasium war und Abitur gemacht hat, dass nicht zwingend der Weg des Studiums ist. Dass es schön ist, wenn das für einen funktioniert und man darauf Lust hat und man sich dort sieht, aber dass es auch genauso gut ist, wenn man trotz eines Abiturs eine Ausbildung macht und dort drin vielleicht auch viel mehr Glück findet und auch viel begabter darin ist. Samuel, das ist immer schwierig als Letzter. Ne? Es ist schon so viel gesprochen worden, du hast das letzte Wort. Du machst ja jetzt im nächsten Jahr Abitur. Wenn du jetzt hier so diese Debatte verfolgst, ne, ich habe gefragt, was macht eine gute Schule aus, wie sieht es mit den Kompetenzen aus, ist eine Debatte wichtig, welcher dieser drei Fragen würdest du jetzt für dich gerne rausnehmen, um sie zu beantworten? Also ich glaube, ich würde mich der etwas banaleren Frage widmen, und zwar, was muss eine Schule leisten, um eine gute Schule zu sein? Und ich finde, im Endeffekt ist es etwas allgemeiner, einfach die Kinder und später Jugendlichen und dann Erwachsenen einfach auf das spätere Leben vorzubereiten. Und das nicht unbedingt nur im Sinne von, dass sie dann als irgendwie perfekte Studenten rauskommen oder dann genau wissen, wo sie hinkommen, sondern um ihnen einfach auch mitzugeben, selbst oder auch gut ihren Weg zu vollenden, weil ich nämlich glaube, dass wir auch unsere Identitätsfindung und auch generell, was wir in unserem Leben machen möchten, dass wir das nicht in der Schule beantworten, sondern erst danach. Zum Beispiel, ich habe eine große Schwester und die wusste auch nach ihrem Abitur nicht direkt, was sie jetzt machen möchte und hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, um sich zu orientieren. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn wenn wir 12 oder 13 Jahre oder eben kürzer, je nachdem welchen Schulabschluss man macht, in der Schule verbracht hat, dann ist es ja ein riesiger Facettenwechsel. Und ich finde, dafür sollte es in den Lerngruppen eine Ausgewogenheit geben zwischen einerseits auch individueller Förderung und andererseits Lernen mit der Lerngruppe gesamt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr viel einfacher, wenn wir kleinere Lerngruppen machen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, in meinen beiden Leistungskursen Latein und Englisch in ziemlich kleinen Lernkursen Kursen zu sein. Zum Beispiel im Latein-Leistungskurs sind wir gerade mal 8 Leute, also wirklich ganz wenige. In Englisch sind wir, glaube ich, 13 oder 14. Und man merkt einfach, wie viel mehr man auch individuell machen kann und auch tut. Und ich finde, da kommt auch wieder dieser Alltagsbezug hinzu. Denn im Endeffekt ist jeder Mensch anders. Wir leben alle einen anderen Alltag. Und wenn man zu wenigeren Leuten in einem Kurs ist, dann kann man sich doch viel mehr austauschen, viel mehr voneinander mitnehmen. Man kann sich sich gegenseitig viel besser hören. Und das gilt genauso für die Lehrkräfte. Natürlich steht und fällt auch mit der Lehrkraft. Und es wird denen aber auch einfacher gemacht, wenn sie sich um weniger Schüler kümmern müssen, dass sie dann auch ein ausgewogeneres Verhältnis herstellen können. Denn nicht alle Schüler sind gleich begabt oder bringen die gleichen Leistungen. Und da einfach zu schauen, dass man alle mitnimmt. Wir haben es jetzt auch in Corona gesehen. Ich muss sagen, vor allem meiner Stufe hat Corona sehr zugesetzt. Das hat man bei uns auch ziemlich stark gesehen, dass sehr viele auch Schülerinnen und Schüler, die davor gut waren, jetzt in der Schule auch zum Teil sehr große Probleme haben. Andere haben das total gut weggesteckt und ich finde vor allem jetzt ist es wichtiger, da eben alle zusammen mitzunehmen und dafür muss es einfach auch den Lehrkräften einfacher gemacht werden. Andererseits sollte man sie dann auch nochmal spezieller sensibilisieren, wie sie das denn überhaupt machen können. Und ich sehe es auch in anderen Kursen, wo wir dann eben sehr viel mehr Leute sind, dass es erstens auch weniger Spaß macht und andererseits auch die Leistung viel ungleicher verteilt ist. Zum Beispiel, wir erzielen auch sehr viel bessere Schnitte in den etwas kleineren Kursen.
Ja, ganz wahnsinnig wertvolle Impulse von euch allen. Also ganz toll, vielen Dank, dass ihr hier vorne so mutig wart, um auch eure Ideen mit uns zu teilen. An der Stelle vielen Dank. Ihr könnt euch natürlich jederzeit noch weiter auch einmischen. Und in der Schlussrunde hoffe ich, dass wir noch kurz auch die Zeit haben, noch eine kleine Schlussrunde mit euch zu machen. Vielen Dank aber schon mal an der Stelle bis hierhin. Das hört sich, wenn man das aus dem Munde der Schülerinnen und Schüler hört, die, wie ich finde, ja eine ganz klare Vorstellung wirklich davon auch jetzt hier geäußert haben, davon, was sie wichtig und relevant finden und wie Schule aus ihrer Perspektive funktionieren sollte. Und wenn wir uns dann aber wieder diese Schulleiterergebnisse angucken, wo auch das Thema Chancengleichheit, das haben wir ja gerade jetzt zum Schluss beim Samuel auch nochmal enorm gehört, also kleinere Gruppen, individuelle Förderung, eng an den Ressourcen in der Arbeit mit Schüler und Schülerinnen, damit jeder quasi sein Potenzial entsprechend seiner Möglichkeiten auch entfalten kann, um dann am Ende gut gestärkt, das ist das, was ich von euch allen mitnehme, auch in eine Phase danach zu gehen, um eine Entscheidung treffen zu können. Ist das was in Schule, haben Sie zu wenig Zeit, tatsächlich auch jetzt mit Corona und den Lernrückständen, über die wir ja auch schon diskutiert haben, das tatsächlich auch zu verankern? Oder ist das schon vielleicht auch in Ihrer Schule, Frau Gülitzer, gelebte Praxis? Und wie erleben Sie das, Herr Diemeling, um jetzt nochmal so ein bisschen zu binden, das, was die Schülerinnen und Schüler erzählt haben? Na, das ist ein Problem der Lehrerarbeitszeit. Wir haben zu wenig Zeit, um Schulentwicklung zu machen. Mhm. Grundsätzlich hätten wir schon genug Zeit, aber die Lehrerarbeitszeit wird eben an Unterrichtsstunden gekoppelt. Und das ist der große Fehler. Mhm. Wir müssten sagen, oder das HKM müsste sagen, die Behörde müsste sagen, die Lehrerarbeitszeit dazu gehört, Unterrichtsentwicklung, Schulentwicklung und pädagogische Arbeit. Mhm. Wir haben das versucht an unserer Schule und deswegen haben wir Lerngelegenheiten. Die zwei hatten es eben schon beschrieben. Also wir bezeichnen das nicht als Unterricht, sondern als Lerngelegenheit. Und die wird über den Tag, jede Lerngelegenheit hat irgendwas spezifisch Besonderes. Also das eine ist forschendes Lernen, das andere ist in der Werkstatt was ein Produkt herstellen, alleine konzentriert arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Lerngelegenheiten. Dafür haben wir uns viel Mühe mitgemacht. Und die müssen ja entwickelt werden. Und das braucht Zeit. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, diese Lerngelegenheiten zu entwickeln, zu konzeptionalisieren, mit Material auszustatten, Material zu bestellen und so weiter und so fort. Und das endet ja nicht, wenn die Kinder kommen, sondern wir müssen ja auch im Folgenden immer wieder daran arbeiten. Mhm. Und diese Zeit mit allen Kolleginnen und Kollegen, Schulentwicklung zu machen, aber auch Unterrichtsentwicklung, wie hast denn du das gemacht? Wollen wir das nicht anders machen? Wo ist denn das Material? Wie können wir die Stärkeren noch besser fördern, beziehungsweise wer braucht eigentlich was, ja, weil wir ja nicht gruppenbezogen denken, sondern immer individuell. Mhm. Das braucht Zeit. Mhm. Und das muss am Vormittag oder am Nachmittag stattfinden und dafür gibt es keine Fenster. Mhm. Also insofern, ja, wir haben keine Zeit. Wir hätten sie schon, wenn die Lehrerarbeitszeit und die Lehrerinnenarbeitszeit anders beschrieben würde. Mhm. Ja, das ist eine ganz klare politische Forderung, die ich Ihnen nicht beantworten kann, weil wir ja den Kultusminister heute nicht eingeladen haben. Aber das haben wir auch heute Morgen in HR Info schon diskutiert. Herr Dr. Köhler, würden Sie das auch sagen? Weil es ist ja immer bewundernswert auch, wie intrinsisch Schüler und Schülerinnen für ihre Schule die auch verteidigen, aber auch wie klar Sie ja letztlich jetzt hier schon auch positioniert haben, was Sie brauchen. Also ist das etwas, also Ideen sind in Schulen da, also wieder Verallgemeinerung ist schwierig, aber in einigen Schulen oder vielleicht sogar schon in vielen, aber es ist zu wenig Raum da, tatsächlich auch diese Konzepte zu entwickeln? Ja, also das ist ganz sicher eine Ressourcenfrage, denn wie Frau Köhler ja gerade schon ausgeführt hat, die Lehrerarbeitszeit ist an die Stunden gekoppelt. Mhm. Und das sogenannte Debutat. Genau, also das beträgt jetzt für einen Gymnasiallehrer 25,5 Stunden, die er unterrichten muss. Das ist, wenn Sie sich das so vorstellen, bei einem Zwei-Stunden-Fach hat eine Lehrkraft dann 12 oder 13 Lerngruppen. Mhm. Und dann hat man über 300 Schülerinnen und Schüler, die man unterrichtet. Und an der Stelle eine individuelle Förderung vorzunehmen, ist einfach gar nicht möglich. Oder natürlich auch, was den Klassenteiler angeht. In den Klassen, die wir haben,
sitzen dann 30 Kinder, die sind wirklich alle unterschiedlich und die brauchen Unterschiedliches. Also wie Frau Göllertz gerade gesagt hat, wer braucht was? Mhm. Und das braucht ja Zeit, erstmal die Kinder kennenzulernen und dann eben tatsächlich auch eine Beziehung aufzubauen. Denn wir können unseren Job im Grunde nicht erledigen, wenn wir keine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern haben. Mhm. Das benötigt Zeit, das benötigt auch wirklich Muße. Man braucht eben auch Zeit außerhalb des eigentlichen Fachunterrichts. Das gibt es auch am Gymnasium, dass man natürlich einfach wirklich versucht, eine Beziehung aufzubauen. Und dafür ist im Allgemeinen leider zu wenig Zeit. Also wir sind dann tatsächlich zu eng getaktet. Und deswegen ist es schon wichtig, Ressourcen dafür im Grunde zu schaffen. Mhm. Jede Schule hat in gewissem Umfang auch einen gewissen Puffer, aber der reicht aus meiner Sicht nicht aus, um jetzt gerade zum Beispiel die pandemiebedingten Rückstände vielleicht aufzuarbeiten. Mhm. Und das sind ja nicht unbedingt nur fachliche Probleme, die da zutage treten, sondern vor allem ja erstmal wirklich persönliche. Mhm. Denn Jugendliche kamen nicht unbedingt gut durch die Pandemie. Und um die muss man sich dringend kümmern, innerhalb der Schule und außerhalb der Schule. Mhm. Herr Diemeling, wollen Sie ergänzen? Also von außen betrachtet habe ich oft den Eindruck, dass Schule auch sehr beladen wird mit Aufgaben, für die es gar nicht da ist. Mhm. Also wenn die Schule beispielsweise zum Corona-Testzentrum wird, weiß ich nicht, ob das immer unbedingt so zwingend so sein muss und ob wir es uns als Staat auch leisten wollen, dass hochqualifizierte Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeitszeit damit verbringen, Stäbchen durch die Nase zu ziehen. Also das, und es gibt ja viele weitere Aufgaben. Wenn ich beispielsweise die Integration in den Regelunterricht sehe, Autisten und so weiter, dann ist das ein schönes Ziel, aber dann muss ich, wenn ich das mache, der Schule auch die Mittel geben und kann ich sagen, also du hast eh schon 30 in der Klasse sitzen, da setzen wir jetzt noch Leute dazu, die entweder keine Muttersprache können oder andere Probleme mitbringen, sondern dann muss eben auch jemand da sein, der das begleitet. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Und was, ich weiß nicht, ob das an allen Schulen so ist, das fällt mir bei den beruflichen Schulen auf, wo ich mir die Frage stelle, ob es nicht sinnig wäre, quasi eine pädagogische Leitung und nachgeschaltet dann einen organisatorischen Unterbau zu haben. Ich stelle mir die Frage, muss es tatsächlich ein hochqualifizierter Pädagoge sein, der sich mit lauter organisatorischen Fragen rumschlagen muss? Oder kann da nicht nachgeordnet jemand sitzen, der diese organisatorischen Fragen abnimmt? Das geht ja schon beim Sekretariat los. Wenn ich sehe, dass so eine riesige Schule wie die Philipp-Holzmann-Schule, die haben, glaube ich, zwei Stellen im Sekretariat, da frage ich mich, wie das überhaupt funktionieren soll. Mhm. Und last but not least, das gilt zumindest auch für die beruflichen Schulen, ich weiß nicht, wie das in den Allgemeinbildenden ist, ist die finanzielle Ausstattung teilweise beschämend. Die Lehrmittelfreiheit wird ja schon lange unterlaufen, obwohl das für mich bildungspolitisch eine ganz, ganz wertvollere Sache ist. Haben wir das seit Jahrzehnten und wehren uns auch da aus meiner Sicht nicht entscheidend dagegen. Und ich habe den Eindruck, gerade jetzt aus den Erfahrungen mit den Flüchtlingswellen, die wir hinter uns hatten, wo es darum ging, wie integrieren wir die in Schule, dass sich das hessische Kultusministerium viel von dem Pragmatismus, der an seinen Schulen herrscht, abgucken müsste. Da hat man ja bei dem einen oder anderen, mit dem man da diskutiert, wirklich den Eindruck, der lebt in Wolkenkuckucksheim. Das muss ich und möchte ich so deutlich an der Stelle mal sagen. Ich weiß, ich habe Sie noch im Kopf, Ihre Meldung, aber ich muss eine Sache noch mal nachfragen. Wir hatten heute Morgen in HR Info auch eine Professorin vom Institut für Bildungswissenschaft von der Universität Heidelberg und die hat, um das abzufangen, was Sie gerade sagten, Stichwort Kultusministerium, gesagt, dass zugespitzt gesagt sozusagen die Entscheider, die politischen Entscheider eben sozusagen noch nicht im modernen Zeitalter der Digitalisierung und dieser vier Skills, über die wir heute Abend gesprochen haben, offenbar angekommen sind und deswegen das auch nicht, Sie haben es bottom-down gesagt, nicht umsetzen können, dass es quasi nicht in die Schulen wiedergibt. Ich gebe das jetzt nur so wieder, das ist das, was sie heute Morgen auf dem Sender gesagt hat. Aber sie hat auch gesagt, vom Prinzip, es gibt ja schon wirklich viele gute Ideen an Schulen, zum Beispiel an Ihrer Schule, Frau Göllitzer, und Lehrer und Lehrerinnen, normalerweise, ich bin heute die Moderatorin, aber ich muss kurz den Switch machen, weil ich war ja auch kurz im System Schule, habe ich erlebt, ich war überrascht, dass das oft Einzelkämpfer und Kämpferinnen sind, dass sie gar nicht gerne im Team arbeiten und gerne für sich. Das kann man natürlich auch wieder nicht verallgemeinern. Aber Professor Slivka sagte, Mensch, es gibt viele gute Ideen und schon tolle Schulen. Warum muss denn jede Schule für sich neu entwickeln
und neu denken. Warum können wir das nicht teilen? Zum Beispiel die Erfahrungen, die Sie jetzt gerade machen. Gut, die Gründe, warum sowas ist, sind ja immer so ganz vielfältig. Sie haben es jetzt, es gibt natürlich immer politische Gründe, aber natürlich ist es auch so, dass es sehr unbequem ist, Strukturen, die eingefahren sind, also Schule zu verändern, ist sehr unbequem. Weil ich eine eigene Vorstellung, also ich habe eine eigene Erfahrung als Schülerin, wenn man Lehrer wird, hat man auch irgendwann Abitur gemacht, man hat irgendwann einen gymnasialen Bildungsgang besucht, man hat ja auch eine ganz bestimmte, die meisten, ja, man hat ja auch eine ganz bestimmte Erfahrung und die bringt man wieder in Schule mit ein. Also wenn Sie unter Corona Fotos zur Schule gesehen haben, auch beim HR, dann sieht man immer Klassenräume, die so waren. Wie im 19. Jahrhundert. Ich habe das ein paar Mal, haben wir das diskutiert. Schaut euch doch mal diese Bilder an. Alle Leute denken jetzt, so wäre Schule. Bei uns sieht kein einziger Raum so aus. Kein einziger Raum. Höchstens mal einer, der vergessen wurde, wo schon lange niemand mehr drin war. Also diesen Raum gibt es gar nicht. Und das fiel mir auch ein, als Sie eben sprachen, Erfahrungen, die müssen ja gemacht werden. Das heißt, wenn ich Menschen mit Handwerk in Berührung bringen will, dann muss es Material in der Schule geben, dann muss es eine Werkstatt geben und vielleicht auch ganz viel Werkstatt-Ecken. Dann muss es eine Säge geben und weiß der Kuckuck was alles, was dazugehört. Wenn ich Leute für einen Haushalt, also für Küche meine ich jetzt, Hauswirtschaft interessieren will, dann muss es eine Küche geben, die muss offen sein. Bücher müssen da sein, weil Sie die Lehrmittelfreiheit angesprochen haben. Wir beispielsweise kaufen nur Bücher, die in der Schule bleiben. Bei uns haben die Schülerinnen und Schüler keine Bücher, die sie mit nach Hause nehmen, weil das auch ein Punkt Chancengerechtigkeit ist. Bei uns haben alle Kinder wunderbare Bücher, weil sie in der Schule sind. Ja, also die ganzen Räume sind voller Bücher. Nach einer bestimmten Art geordnet, muss man auch immer mal nachsortieren, aber das klappt schon. Und das beantwortet einen Teil Ihrer Frage. Also die Räume müssen so eingerichtet sein, dass ein Kind oder ein Jugendlicher reinkommt und sagt, oh, was kann ich nie alles machen? Ist ja interessant. Gehen Sie mal in Schulen und gucken sich um. Die meisten Räume in Schulen sehen so aus, wo, wie komme ich hier am schnellsten wieder raus? Ja? Herr Dr. Köhler, müssen Schulen mehr im Austausch sozusagen Ideen, die schon entwickelt wurden, wo es schon Feedback gab, wo man schon entschieden hat, es war doch nicht so gut, aber brauchen wir an der Stelle mehr Austausch, um ein Stück weit auch moderner zu werden in Deutschland? Oder wir sind in Frankfurt, aber... Ich glaube, das würde uns sehr gut tun, mehr Austausch zu pflegen, weil tatsächlich an Schulen hervorragende Arbeit geleistet wird, wie Sie es im Grunde auch schon zusammengefasst haben. Nur, dass das eben oftmals nicht die Runde macht. Manchmal auch die Schulen tatsächlich darauf sitzen, wie auf einem Copyright, obwohl es eigentlich einen allgemeinen Bildungsauftrag gibt, der auch anderen Schulen im Grunde genauso auch auferlegt ist. Und ich würde mich freuen, wenn es einen größeren Austausch geben würde. Es gibt bislang Ansätze, natürlich unter den Schulleiterinnen und Schulleitern, solchen Austausch zu pflegen. Aber es steht und fällt auch natürlich mit der Ausstattung. Ja. Also wir haben vorhin die Lehrerstunden angesprochen, Frau Güllertz hat jetzt zu Recht die Raumausstattung angesprochen. Wenn ich nur meine Schule jetzt mir vor Augen führe, da mangelt es tatsächlich an der sächlichen Ausstattung an ganz vielen Stellen. Und das betrifft ja sehr, sehr viele Schulen hier in Frankfurt und im Grunde auch bundesweit. Und für mich ist es mal wirklich das Paradebeispiel, wo wir sehen, welchen Wert hat eigentlich Bildung in unserer Gesellschaft. Wenn wir solche Schulen haben, die man im Grunde, wie Frau Güllitzer sagt, wo man am liebsten wieder hinauslaufen möchte, das hat ja nichts mit den Lehrkräften zu tun, das hat noch nicht mal direkt was mit der räumlichen Ausstattung zu tun, sondern allgemein mit der Frage, wie groß sind Unterrichtsräume, wie sind ja auch im Grunde die Toiletten beschaffen, das ist auch ein Standardthema. Und all solche Themen werden im Grunde zwar immer wieder gerne diskutiert, wie auch heute Abend hier, aber es passiert nichts. Und das ist etwas, was mich persönlich stört, denn wir haben jetzt im Grunde schon angesprochen, ein wesentlicher Faktor, den wir definitiv berücksichtigen müssen, sind die Ressourcen, die personellen und die sächlichen. Und da hilft es natürlich auch viel, und das geschieht ja im gewissen Umfang schon, dass wir uns austauschen und wir eben so ein bisschen Mangelverwaltung betreiben und das bestmöglich. Aber einen wirklichen Austausch, wo es Best-Practice-Modelle gibt, den gibt es noch nicht. Und ich sehe da auch natürlich Grenzen, weil die Schulen sehr unterschiedlich sind. Also ich bin wirklich auch Verfechter des gegliederten Schulsystems und da lassen sich nicht alle Schulen vergleichen. Es gibt an einer IGS andere Möglichkeiten als an einem Gymnasium, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen.
Aber ein Austausch wäre wirklich förderlich. Ich blicke mal hier kurz an den Chat. Gibt es denn noch neue Ideen, Anregungen, Fragen, die wir noch mit einbringen könnten? Und dann komme ich zu Ihnen, das ist die Überleitung. Ja, es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt von der Raffaela Hartenstein, das ist die Vorsitzende des Stadtelternbeirats. Und sie sagt, wenn jetzt beispielsweise bei Kindern festgestellt wird, Anfang der Mittelstufe, dass irgendwie das Gymnasium dann doch nicht der richtige Weg ist, dann fehlt es häufig auch an alternativen Bildungsgängen. Also zum Beispiel der Wechsel an eine Gesamtschule ist da nicht so einfach, aufgrund von Platzmangel. Und sie bringt auch das Beispiel, dass jetzt gerade im Süden Frankfurts halt das vierte Gymnasium gebaut wird, es aber nur zwei Gesamtschulen gibt. Und sie sieht halt da auch ein großes Problem und auch der Wunsch der Bildungsdezernentin, dass man ja so eine Art Haltekraft an den Gymnasien praktiziert, also dass man die Kinder dann auch versucht, irgendwie da durchzukriegen, aber geht dann halt auch nicht immer. Und da mangelt es halt ans Plätzen, ne? Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den sie mit einbringt. Dann haben wir noch jetzt Wortmeldungen aus dem Publikum, bitte. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Clara Marianow, ich bin Lehrerin an der IGSK Riedberg. Und ich würde gerne noch einen Aspekt auch mit einbringen, der mir noch so ein bisschen fehlt, wobei der wurde vorhin von einer von den Schülerinnen nochmal angesprochen, nämlich dass die Kinder, wenn sie nach der Grundschule, wenn die Schullaufbahnentscheidung sozusagen ansteht, auf welche weiterführende Schule gehen die Kinder, dann hat eine von euch gesagt, wissen sie ja noch gar nicht, was wollen sie eigentlich machen. Und jetzt haben wir schon oft gehört, Eltern wünschen sich natürlich eine gelingende Laufbahn für ihr Kind, was immer darunter zu verstehen ist. Und sehr viele Eltern denken deswegen, naja, wenn mein Kind Abitur macht, dann hat es die meisten Chancen, dann kann es am meisten aussuchen, also schicke ich mein Kind aufs Gymnasium. Der erste Punkt, der leider häufig vergessen wird, ist, auch an den Gesamtschulen bieten wir einen gymnasialen Bildungsgang an. Also den möchte selbstverständlich niemand abschaffen. Ja? Also auch wenn man eine Gesamtschule besucht, kann man natürlich, stehen einem alle Chancen offen. Der Vorteil ist aber, dass man dann eben nicht, wenn man plötzlich merkt, das Gymnasium ist doch nicht das Richtige, aus welchen Gründen auch immer, in der Bredouille ist, dass man dann keinen adäquaten anderen Platz findet, wie wir jetzt ja auch gerade gehört haben, und auch natürlich die Erfahrung des Scheiterns macht, weil das darf man einfach nicht vergessen. Also das ist natürlich auch eine Stigmatisierung, das haben Sie auch vorhin schon gesagt, und wenn die Kinder dann das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, ich schaff's nicht am Gymnasium, das macht was mit dem Selbstwert der Kinder. Und mein Anspruch und mein Wunsch wäre eben genau, wie Sie das am Anfang formuliert haben, da haben Sie mir wirklich aus dem Herzen gesprochen, dass alle Kinder eben erkennen, wie wertvoll sie sind mit ihren ganz unterschiedlichen Talenten. Und ich würde mir deswegen wünschen, dass die Kinder nach der vierten Klasse, wenn sie ja wirklich noch klein sind, einfach auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und zu schauen, wo geht denn meine Reise hin und was entspricht mir? Und dafür brauchen sie Zeit und dafür brauchen sie Raum, das haben wir schon gehört, natürlich auch Ausstattung und tolle Lehrkräfte, da sind wir uns einig, aber vor allem brauchen sie einfach ein bisschen Zeit. Und ich glaube, diese Zeit haben sie auf der Gesamtschule eher als auf dem Gymnasium, weil da eben schneller dann eben so eine Situation des Scheiterns auch aufkommen kann. Dem möchte ich an der Stelle vielleicht widersprechen, weil ich glaube, dass es eher so ist, dass die Aufklärung wichtig ist. Also Herr Volkmann hat das vorhin auch ausgeführt. Es geht aus meiner Sicht darum, dass Eltern und auch Schülerinnen und Schüler vor dem Übergang auf die weiterführende Schule wissen, was sie im Grunde erwartet und auch welche anderen Möglichkeiten es gibt. Ich mache das daran fest, dass auf meiner Schule diejenigen, die auf diese Schule kommen, im Grunde auch auf der Schule bleiben. Das heißt, wir sind ein Altspreis G8-Gymnasium und nichtsdestotrotz sind die Kinder, die zu uns kommen, auch diejenigen, die bei uns in aller Regel den Abschluss machen. Ich habe ja vorhin die Zahlen für Frankfurt vorgestellt, wie hoch ist die Übergangsquote und wie hoch ist die Abiturientenquote in Frankfurt. Da stehen wir deutlich besser da. Wir haben weit weniger Schulabgänger. Wir haben auch eine deutlich geringere Nichtversetzungsquote als andere Gymnasien. Und wir haben auch wirklich andere Erfolgsindikatoren. Und aus meiner Sicht hängt das genau damit zusammen, mit diesem Label, was uns anhängt. Wir sind altsprachig und G8. Eltern überlegen zweimal, bevor sie ihr Kind auf unsere Schule schicken. Und das ist gut so, weil sie dann, auch wenn sie sich dazu entschieden haben, in aller Regel die richtige Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube an vielen Stellen, dass Eltern tatsächlich eher diesen kurzen
Weg gehen, gedanklich, dass sie sagen, sie wollen das Beste für das Kind. Das Abitur ist der beste Abschluss, also macht mein Kind Abitur. Und da müssen wir ansetzen bei dieser Information. Das hat nichts mit dem Scheitern zu tun, sondern tatsächlich vorher mit der Information die Eltern und die Kinder mitnehmen und natürlich auch die Grundschulen mitnehmen. Denn in der Regel haben wir unglaublich viele gymnasial empfohlene Kinder. Das spielt ja keine Rolle bei der Aufnahme, aber es ist ein ganz wichtiger Indikator, auch für Eltern. Und auch da ist es ganz wichtig, dass die Grundschulen natürlich auch schauen, welche Potenziale sehen sie. Und ich halte die Gymnasien für wichtig, ich halte auch die Gesamtschulen für wichtig, weil es natürlich auch Kinder gibt, auch solche Gespräche führe ich mit Eltern regelmäßig, bei denen die Eltern nicht genau wissen, auch vielleicht die Grundschule nicht genau weiß, in welche Richtung entwickelt sich mein Kind. Da ist es wichtig, Systeme zu haben, die auch diese Vielfalt bieten. Aber es gibt genauso Kinder, wie eben tatsächlich die Kinder, die meine Schule besuchen, bei denen in aller Regel das schon klar ist, dass sie an der Stelle auch genau richtig aufgehoben sind. Das heißt also, aus meiner Sicht geht es darum, das vielfältige Schulsystem beizubehalten und jetzt nicht zu sagen, wir sollten Gymnasien abschaffen und mehr Gesamtschulen bilden oder wir sollten nur Gymnasien haben oder dergleichen, sondern das bestehende System bietet viele Möglichkeiten, wenn wir mehr Ressourcen auch zur Verfügung stellen. Denn die Kinder, die tatsächlich am Gymnasium es nicht schaffen, brauchen andere Möglichkeiten. Und die Haltekraft zu stärken an den Gymnasien, das tun die Gymnasien schon. Ich finde das immer etwas sehr arg vorwurfsvoll, wenn man dann sagt, die Gymnasien müssen sich einfach nur mehr anstrengen. Alle Schulleiterinnen und Schulleiter, die ich kenne und auch viele Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen, die ich kenne, erst recht natürlich mein Kollegium, die kümmern sich darum und die versuchen wirklich alles. Aber es gibt auch natürlich Kinder, die tatsächlich auf dem Bildungsgang Gymnasium zumindest vorübergehend nicht optimal beschult werden können. Mhm. Frau Göhlitze, Sie schauen so nachdenklich. Ja, weil das ja immer die Debatte ist, die es auf dem Gymnasium nicht schaffen, die brauchen auch eine andere Schule. Und das ist aber, ich glaube, Herr Köhler, das ist schon falsch gedacht. Also nochmal zu der Frage, zu der wir hier sitzen, braucht Frankfurt ein Gymnasium oder mehr Gymnasien? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Mhm. Nein, weil eine Gesellschaft überhaupt keine Schulform braucht, auf die nur ganz bestimmte Kinder gehen können, andere nicht. Und man dann sagen kann, naja, dann muss man halt was für die anderen auch noch finden. Ich finde, es muss umgekehrt sein. Es muss so sein, dass Schule für die Kinder da ist, die eben da sind. Mhm. Und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel eine wahnsinnig kognitiv anspruchsvolle Aufgabe stellen will, dann kann ich das tun in einem sehr heterogenen, sehr vielfältigen Umfeld, wenn ich ganz andere Formen von Lernen habe. Also diese Form von Unterricht und alle sitzen da und hören mir zu und kriegen dann vielleicht eine differenzierte Aufgabe, das kann ja schon gerade gar nicht gehen. Aber wenn ich Fragen stellen lerne und die da auch verfolge, wenn ich Kinder in eine Werkstatt schicken kann, weil sie genau da jetzt vielleicht auch zu Ägypten eine Pyramide bauen und dabei lernen, die Säge gerade zu halten, dann ist das eine Form der Differenzierung und das gelingt in Schule, das geht. Ja, also das ist nicht so, dass das nicht gelingt. Das braucht Frankfurt und eine offene Gesellschaft braucht offene Schulen. Deswegen sagte ich auch vorhin, wir leben Vielfalt, Frankfurt, da grinnt alles und die Schule ist die Instanz, in der alles zusammenkommen muss. Und jeder Mensch muss damit lernen, dass jemand neben ihm sitzt, der vielleicht zu mir Schäler Hund gesagt hat. Mhm. Ja? Ich muss damit lernen, umzugehen, wenn einer mich Schäler Hund nennt, wenn das auch nicht mein Sprachgebrauch ist. Und nicht, also ich habe da auch eine Aufgabe als Pädagogin. Mhm. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Kinder das alleine lernen müssen. Aber das sind gesellschaftliche Themen, soziale Verwerfungen, die wir ja haben und die müssen in Schule auch stattfinden. Und deswegen kann auch Schule meines Erachtens überhaupt nicht so sein, dass sie nur für einen Beruf oder nur für die Universität, das hängt ja zusammen, dieser Gedankengang, deswegen muss sie offen sein. Wir haben aber die Frage nach der Teamarbeit noch nicht geklärt. Ich habe es noch im Kopf, aber es passt jetzt gerade nicht. Kein Problem. Herr Diemeling. Ja, ich würde da gerne nochmal in diese Kerbe reinschlagen, weil ich glaube, Herr Dr. Köhler, jetzt genau wieder das passiert, was ich meine. Ja?
Wir sagen, er schafft es auf dem Gymnasium nicht, also geht er auf die Schule. Und solange wir dieses Denken nicht wegkriegen, werden sie dieses Problem nicht lösen, weil dann immer der Druck bleibt, der muss aufs Gymnasium, weil das ist die beste Schulform. Und da muss er hin. Und alles, was drunter ist, ist schon ein Kompromiss. Und das müssen wir rausbekommen, um all die dann würden wir all die Problemlagen, die wir heute angesprochen haben, zumindest mal in die richtige Richtung bewegen mit einem Schlag. Ich glaube wirklich, dass das unser zentrales Problem ist, dass akademische Bildung als was Wertvolles angesehen wird und jede andere Form von Talent und Bildung als minderwertig. Mhm. Dahinter steht ja eigentlich, und ich weiß, Sie wollen antworten, können Sie auch, die Frage, können wir uns es als Gesellschaft überhaupt leisten, Kinder in ihrer Schulsozialisation zu verlieren. Denn das ist ja das, was ganz häufig, ich habe das erlebt, jetzt wechsle ich nochmal die Rolle, in dieser Grundschule, in der ich gearbeitet habe, an dieser Brennpunkt-Grundschule. Ich bin nicht studiert und nicht befähigt, aber ich habe nach 2 Wochen wusste ich, welche Kinder es nicht schaffen und schon gar nicht aufs Gymnasium. Also das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steht. Müssen nicht alle Schulen Kinder und Jugendliche so befähigen, dass sie letztlich nach ihrer Schulsozialisation ein selbstbestimmtes Leben führen können, wo auch immer, in welche Richtung es führt? Das sollte ja eigentlich Auftrag und Ziel einer Schulbildung sein. Das sehe ich genauso, weil es darum geht, wo kann ein Kind bestmöglich gefördert werden? Genau. Und wenn ich das vorhin so formuliert habe, Herr Diemerling, dann, dass das missverständlich war, tut mir das sehr leid, weil es mir genau da, an der Stelle darum geht, Kinder optimal zu fördern. Und ich glaube, und deswegen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es in einem gegliederten Schulsystem wirklich möglich ist, weil es genau auch aus meiner Sicht darum geht, auch möglichst homogene Lerngruppen sozusagen zu bewerkstelligen, weil in homogenen Lerngruppen tatsächlich die individuelle Wahrnehmung auch von Lernenden am besten erfolgen kann. Und diesen sozialen Austausch, in den Sie ansprechen, Frau Güllertzer, der erfolgt ja auch an Gymnasien, der erfolgt an jeder Schule. Schulen müssen aus meiner Sicht kein exaktes Abbild der Gesellschaft sein, um tatsächlich auch ihre Funktion zu erfüllen, sondern es geht darum, dass Kinder natürlich auch bestmöglich gefördert werden. Und das sehen wir in Bereichen des Sports und in anderen Bereichen, dass dafür eine möglichst homogene Lernumgebung wirklich sinnvoll ist. Und wenn es dann darum geht, dass dann Stärkere auch Schwächeren was beibringen oder dergleichen, das erfolgt ja auch an allen Schulformen. Und dafür braucht man aus meiner Sicht keine Gesamtschulen. Die Gesamtschulen haben einen ganz wichtigen Auftrag und erfüllen eine ganz wichtige Funktion. Ich habe das ja versucht, vorhin anzudeuten. Aber die Gymnasien ja ebenfalls. Ich würde im Grunde davor warnen, jetzt für ein bestimmtes Schulsystem einfach nur zu plädieren, sondern ich glaube wirklich, dass das System, so wie wir es haben, wirklich leistungsfähig ist, wenn wir auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber da muss ich kurz einhaken, Herr Dr. Köhler, und ich sehe Sie immer noch, aber ich muss gerade weiterfragen. 97% der Schulleiterinnen und Schulleiter sind der Meinung, dass Schule Chancengleichheit in der Bildung ermöglichen muss und es nicht offenbar nicht tut. Das und ist ja die Mehrzahl der Schulen sind Gymnasien. Das ist ja auch richtig, denn es geht ja genau darum, da ist ja die Frage, wie die genau zu verstehen ist. Mhm. Chancengleichheit heißt ja gerade, wenn ich jetzt in der 5. Klasse unsere Schülerinnen und Schüler betrachte, die kommen von ganz unterschiedlichen Grundschulen mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund und wollen individuell und wahrgenommen werden und wollen auch individuell begleitet werden. Das ist auch deren Anspruch. Und da geht es ja genau darum, an der Stelle auch die Chancengleichheit herzustellen. Mhm. Und die Chancengleichheit steht und fällt ja auch natürlich mit dem gesamten außerschulischen Umfeld. Das wissen wir ja auch. Das, was an frühkindlicher Förderung stattgefunden hat oder auch nicht stattgefunden hat, entscheidet ganz wesentlich über den Bildungserfolg. Sie haben es ja aus eigener Erfahrung gerade berichtet, dass wir schon in der Grundschule, dass Sie im Grunde erkennen konnten, wo führt eventuell der Bildungsweg hin. Und das ist ja fatal für unsere Gesellschaft, wenn wir im Grunde schon in Grundschulen eventuell eine Vorhersage treffen können, wie weit der Bildungsweg trägt. Das darf nicht der Fall sein, sondern es geht darum, Kinder bestmöglich zu fördern und herauszufinden, wo sind die Neigungen, Begabungen, Interessen. Mhm. Und diese Möglichkeiten sind grundsätzlich geschaffen, auch die verschiedenen Bildungswege sind wirklich möglich. Ich würde auch Frau Güllertzer widersprechen, dass diese Durchlässigkeit des Bildungssystems nur nach unten gewährleistet ist und nach oben nicht. Ja, wir haben sozusagen die Zahlen zu verzeichnen, dass es, wenn eher Wechsel vom Gymnasium auf die Gesamtschulen gibt oder Realschulen und weniger Wechsel umgekehrt. Aber das heißt ja nicht, dass es sozusagen ein nach unten Durchreichen gibt oder dergleichen. Das wäre genau diese fatale Wahrnehmung. Sondern die Frage ist eben tatsächlich, das war, glaube ich, auch eine Teilfrage, müssen denn alle Abitur machen? Mhm.
Und meiner festen Überzeugung nach müssen nicht alle Abitur machen, sondern es geht darum, dass wir insgesamt als Gesellschaft verstehen, wir alle sind Teil dieser Gesellschaft, wir haben unterschiedliche Aufgaben und Funktionen in dieser Gesellschaft und die können erfüllend sein. Herr Diemerling hat ja vorhin gesagt, er hat kein Abitur und wirkt auf mich sehr glücklich und auch erfolgreich und das trifft auf ganz viele andere Menschen zu. Darum geht es. Frau Gülitzer, da muss ich dringend noch mal ins Plenum, also ins Publikum gehen. Ja, es ist ja gut. Ich glaube, dass wir mittlerweile finden, wo wir uns wirklich widersprechen. Also unser Schulsystem ist mitnichten leistungsstark. Ich habe PISA 2018 nochmal gelesen. Da gibt es erheblichen Nachholbedarf, auch bei den leistungsstarken Mädchen im Bereich Lesekompetenz, die ganz fürchterliche Vorstellungen von ihren Leistungsvermögen haben. Es gibt eine erhebliche Anzahl von Kindern, die nicht lesen und schreiben können, die nicht unbedingt von der Hauptschule kommen oder von der Gesamtschule, sondern insgesamt von unserem gegliederten Schulsystem. Also da habe ich wirklich eine andere Einschätzung. Und was mir auch auffällt, dass wir natürlich auch von vollkommen anderen Dingen sprechen. Es geht für uns an unserer Schule überhaupt nicht um homogene Lerngruppen. Es geht überhaupt nicht um die Lerngruppe. Es geht darum, die Stärken eines jeden Kindes zu finden und auch das, was es noch nicht besonders gut kann, und da anzusetzen. Und es geht um Gemeinschaft. Aber es geht überhaupt nicht um eine homogene Lerngruppe. Und wir haben auch keine homogenen Lerngruppen. Wir vermeiden auch, welche zu bilden, weil wir das für überhaupt nicht für lernförderlich halten. Also es gibt überhaupt keine Inputs für eine bestimmte Gruppe. Sondern es gibt immer nur ein bestimmtes Thema, unter dem etwas gemacht wird und dann, was kann ich denn leisten für dieses Thema. Also von daher, da merkt man dann sofort, dass wir wenn wir über Schule sprechen, wir zwar teilweise dieselben Begriffe benutzen, aber von ganz anderen Dingen sprechen. Und deswegen ist die Debatte für mich auch gar nicht unbedingt eine Schulformdebatte. Das ist natürlich im Hintergrund, spielt das auch immer eine Rolle, dass ich natürlich keine Vertreterin des Gymnasiums ist auch klar, aber es geht um gute Schule und da würde ich sagen, eine gute Schule perspektivisch wird nicht mit homogenen Lerngruppen arbeiten. Das möchte ich gerne erklärt haben, weil an der Stelle muss ich sagen, wenn ich eine homogenere Lerngruppe habe, auch an einem Gymnasium, keine einzige Lerngruppe ist homogen, das ist eine Utopie, das gibt es nicht. Aber wenn ich eine homogenere Lerngruppe habe, wo die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern in dem Leistungsvermögen, auch in den Interessen und dergleichen und Neigungen, Begabung geringer sind, glaube ich, dass eine bestmögliche Förderung eher umsetzbar ist als in leistungsheterogenen Gruppen. Aber ich glaube, das können wir jetzt unendlich weiter diskutieren. Ich glaube, die beiden Perspektiven sind sehr deutlich geworden. Und Sie haben es ja auch auf den Punkt gebracht, Frau Gülert, dass Sie aus anderen Perspektiven das Thema diskutieren. Aber damit wir uns da jetzt nicht verfangen, ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, haben wir hier vorne aus der ersten Reihe nämlich auch noch mal eine Schülerinnenmeldung. Und dann gehen wir hier hinten, oder habe ich jetzt falsch selektiert sozusagen? Genau, aber ich finde das, genau. Und dann arbeiten wir uns nach hinten durch. Was ich noch mal kurz sagen wollte, was jetzt nichts mit dem Aktuellen zu tun hat, also es sind noch mal zwei Dinge. Also auf jeden Fall, was ja jedem klar ist und was sich auch herausgefiltert hat bei uns vorhin, dass jeder anders lernen kann und dass jeder andere Dinge braucht. Also bei uns zum Beispiel, wir fühlen uns total wohl mit unserer Selbstständigkeit und mit der Freiheit, die wir haben. Und ihr habt ja gesagt, dass es für euch genau die richtige Schule war, weil es halt auch Kinder gibt, die diese klaren Anleitungen brauchen und diese Struktur gerne mögen und dann gibt es halt auch welche, die Freiheit gerne mögen und das ist halt auch, also viele wissen das auch noch nicht mit 10, wo sie dann die Schule wechseln müssen, das ist ja auch ein großer, wichtiger Punkt ist, da es halt mit 10 das entschieden wird, im großen Teil, weil dann, wie gesagt, das Wechseln schwer ist und der andere Punkt ist, dass wir wegen der Frage, was Frankfurt für eine Schule braucht, weil wir aktuell mit der Corona-Situation alles und klar, bei uns sind auch sehr viele Lücken aufgekommen von dem Wissen her, aber da wir vorher schon dieses viele selbstständige Lernen hatten, also ich weiß nicht, wie sehr das auf anderen Schulen gemacht wird, das kann ich nicht beurteilen, ich kenne das nur von unserer Schule, aber so von meinen Freunden und so, ich weiß, dass wir das mehr machen und dass wir das auch vorher schon mehr gemacht hatten, vielleicht haben ein paar daraus gelernt, so, und das ist, finde ich, aber ein wichtiger Punkt, dass auf jeden Fall
ob das jetzt ein Gymnasium ist oder eine Gesamtschule oder eine Realschule, aber dass auf jeden Fall geguckt wird, dass man viel mehr dieses selbstständige Lernen macht, weil damit kommt man auch mehr in dieser Neuzeit an, weil vielleicht wird es dann sogar möglich gemacht, dass man irgendwann auch mal so flexibel ist, dass man auch von zu Hause Dinge erledigen kann, dadurch, dass man gelernt hat, selbstständig zu arbeiten und dann auch das Vertrauen quasi bekommen hat von den Lehrern, dass man das kann mit dem selbstständigen Arbeiten. Das sind, finde ich, wichtige Punkte, die wahrscheinlich eben klar sind, aber die auf jeden Fall nochmal, die ich nochmal sagen wollte. Mhm. Ja, und damit hast du ja auch beide Seiten eben ganz wunderbar verbunden. Vielen Dank dafür. Noch bitte weitere Meldungen aus dem Publikum. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, Silke Henningsen, ich arbeite auch an der IGS in Frankfurt und bin Gymnasiallehrerin und ich möchte Sie noch mal ein bisschen provozieren, weil ich bewusst das Gymnasium verlassen habe, weil dort eben nicht alle Kinder sind. Ich habe die Menschen, die in Flüchtlingsunterkünften leben, die aus einer gewalttätigen Familie in Armut lebend, unter prekären Bedingungen, das habe ich alles an Gesamtschulen erst kennengelernt. Mit kognitiv Beeinträchtigten, also Kindern mit Behinderung, habe ich das erste Mal Kontakt gehabt an einer Gesamtschule. Die sind mit den zum Teil traumatisierten oder wir sagen dazu verhaltensauffälligen Kindern, die in der Grundschule sind, die in der Grundschule die Klasse an die Grenze bringen und wo alle froh sind, dass die nicht mit aufs Gymnasium gehen, die habe ich kennengelernt. In meiner Grundschulklasse war so einer. Und dann habe ich die lange nicht mehr gesehen. Die kenne ich, habe ich jetzt wieder getroffen als Lehrkraft. Ich weiß, dass die in einer gewissen Form auch an den Gymnasien vorkommen, aber nur in einer gewissen Form und nicht in der Ballung. Und ich möchte noch mal eine provokante These stellen. Ist nicht die Schulwahlentscheidung, und damit sehen wir diese Abwertung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, ist die Schulformentscheidung nicht ganz oft eine? Am Gymnasium habe ich am wenigsten mit, und ich sage diesen alten Spruch, den Schmuddelkindern, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, lerne nicht mit den Schmuddelkindern. Am Gymnasium kann ich mir in Frankfurt am sichersten sein, dass diese Kinder nicht da sind. Und damit kommen wir aber in das Chancengerechtigkeitsthema. Und da möchte ich gerne wissen, welche Antwort hat ein humanistisches G8-Gymnasium? Ich glaube, und ich finde das eine total klare Position, mit der kann ich gut leben, aber dann möchte ich es auch so benannt haben. Das ist so klar, wie die Anforderung dort ist, dass dort Kinder hinkommen, die diese Form von Lernen, diese Selbstdisziplin und die familiäre Unterstützung mitbringen. Aber dann haben wir sowas wie eine Schule für die anderen. Und das ist eine Schule, vor der manche Menschen Angst haben. Das kriege ich bei Beratungsgesprächen als Lehrkraft mit. Und ich kriege es ganz stark in meinem persönlichen Umfeld mit, wo Leute sagen, ja, aber an die Gesamtschule da bei uns, nee. Weil sie Angst haben vor dem, was ihren Kindern dort begegnet. Und das in einer schlecht ausgestatteten Klasse, weil da sind die Klassen mit 25 Kindern mit einer Person voll. Und da sind die Kinder mit kognitiven Behinderungen, mit Verhaltensauffälligkeiten und die mit Autismusspektrum und was wir da alles in der Vielfalt haben, mit einer Lehrkraft. Okay. Gerne, danke. Also Sie sprechen wirklich virulente Probleme der Gesellschaft an. Mhm. Aus meiner Sicht ist aber die Frage dahingehend abzuändern, die Frage ist ja, wie gestalten wir unser Schulsystem, wo dann tatsächlich Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert werden. Und es heißt ja nicht, dass alle Kinder dann auch aufs Gymnasium gehen müssen, so wie alle Kinder auf die Gesamtschule gehen müssen oder alle Kinder auf die Realschule oder welche Schulform auch immer wir jetzt ins Augenmerk rücken. Und denn das, was ich wirklich momentan gesellschaftlich sehe, ist, alles bleibt im Grunde an den Gesamtschulen hängen. Das ist das Problem. Wir haben gesellschaftlich die Tendenz, dass wir Probleme, die in der Gesellschaft bestehen, auf die Schulen abwälzen. Und Sie haben gerade das vielfältige Arbeitsfeld beschrieben. Ich sehe bloß nicht, inwiefern das jetzt besser würde insgesamt, wenn die Gymnasien sich abwandeln würden oder in irgendeiner Form sozusagen ihren pädagogischen Auftrag abändern würden, weil der Auftrag der Gymnasien auch im Grunde ganz klar formuliert ist und der wird ja auch von den Gymnasien umgesetzt. Also ich verstehe sozusagen nicht, worauf die Frage hinzielen soll. Die Gymnasien werden ja nicht besser oder schlechter, wenn sie sich jetzt weiter öffnen, sondern die Frage ist ja, für wen wird an der Stelle sozusagen die Schule gestaltet? Mhm. Und wer soll sozusagen da bestmöglich gefördert werden? Und ich bin deswegen Anhänger des gegliederten Schulsystems, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir schauen müssen, was braucht jedes Kind und wo kann es das am ehesten bekommen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass pauschal für alle Kinder es keine Lösung ist, pauschal für alle Kinder, dass sie alle unter einem Dach gefördert werden, sondern es gibt
Kinder, die sollten alle unter einem Dach gefördert werden, und es gibt Kinder, die sollten unter verschiedenen Dächern gefördert werden. Mhm. Aber alle unter einem Dach und etwas für alle hat doch noch nie jemand gesagt. Es geht doch, die Frage war doch, ist doch, wenn sich eine Schulform, wenn das Gymnasium sagt, nein, umgekehrt, wenn die Eltern sagen, ich suche das Gymnasium aus, weil ich da die sozialen Konflikte vermeiden kann, und das findet doch statt, dann muss es doch Menschen geben, die sagen, wollen wir das? Und ich will das nicht, weil ich es für falsch halte. Ich halte es in der Bildung für falsch, ich halte es in der Erziehung für falsch und ich halte es für eine Schule für falsch. Und wenn Sie das jetzt so, wie Sie es gesagt haben, dann haben Sie eine klare Position, aber dann heißt es, dass alle anderen Schulen diese Probleme lösen müssen. Und das ist eine Position, aber das ist nicht meine. Moment, an der Stelle ist es ganz wichtig, nochmal zu betonen, erstens halte ich das, wenn das die Elternentscheidung ist, also der Grund für die Elternentscheidung, halte ich das für falsch. Es geht nicht darum, wo man sozusagen ein möglichst gutes soziales Umfeld hat oder dergleichen, sondern es geht darum, tatsächlich, wo das jeweilige Kind bestmöglich gefördert werden kann. Das sollte entscheidend sein für die Elternwahl. Und das Zweite ist, die Gymnasien erfüllen auch ihren Auftrag, auch insgesamt für viele Schülerinnen und Schüler, Sie haben es ja selbst auch angesprochen, gerade im Beitrag. Die Frage ist halt, ob jede Schule tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler beschulen sollte. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Und das halte ich auch nicht für wünschenswert, auch nicht für die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Weil ich glaube, dass eine optimale Förderung anders erfolgen kann. Aber ich denke, dass ich würde jetzt auch vermeiden wollen, das entgleitet jetzt etwas in ein Bashing Gesamtschule gegen Gymnasium. Das fände ich jetzt sehr schade, wenn wir am Ende unserer Veranstaltung, denn wir sind schon drüber eigentlich von der Zeit, jetzt in diese Richtung auch rutschen würden, sondern ich würde mehr die Idee, natürlich war das eine zugespitzte These, brauchen wir mehr Gymnasium. Ich glaube, die Positionen sind ganz klar geworden. Ich würde mir wünschen, dass wir zum Schluss nochmal sozusagen ein bisschen, wie wir Journalisten sagen, constructive, also konstruktiv nach vorne schauen. Ich denke, die Positionen sind klar geworden auch. Wir können gerne noch ein, zwei Meldungen auch aus dem Publikum, aber wirklich nur dann, wenn es jetzt nicht in ein Ausspiel Gymnasium gegen Gesamtschule, denn das halte ich jetzt an der Stelle am Ende nicht mehr für zielführend, sondern die Idee unserer Veranstaltung war ja letztlich tatsächlich auch zu schauen, wie können wir Ressourcen, die Kinder und Jugendliche mitbringen, die sich verändern im Laufe ihrer Schulsozialisation, entsprechend fördern, sodass sie von der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit eben alle auch entsprechend gefördert werden. Das war ja so die Idee dahinter, und das würde ich jetzt zum Ende der Veranstaltung auch gerne in der Schlussrunde mit Ihnen nochmal visionär und möglicherweise auch mit unseren Schüler und Schülerinnen, die hier sitzen, nochmal in so einer letzten Runde diskutieren, ohne jetzt in so einen negativen Richtung am Ende abzudriften. Dann haben wir noch hoffentlich eine konstruktive von hinten und dann hier vorne nochmal von Lina. Also mein Name ist Nicole Luckfiel, ich arbeite als Horterzieherin in der Römerstadt, und ich würde mir wünschen, dass meine Hortkinder die Chance haben, auf eine Schule zu kommen, wo sie dann auch zeigen können, was sie können, weil die können alle richtig tolle Sachen, aber die kommen alle aus, also viele, viele Kinder und Frankfurt. Und sie hatten kurz, das muss ich kurz loswerden, sie hatten kurz gesagt, warum soll denn Schule unser gesellschaftliches Bild darlegen? Mhm. Schule legt unser, also zeigt unser gesellschaftliches Bild und ist der Schmelztiegel dieser Schule, egal ob sie im Gymnasium sind oder auf der IGS oder auf einer Realschule. Das ist einfach so. Und ich würde mir wünschen, dass jedem Kind einfach dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein gegeben wird und gezeigt wird, du bist wertvoll, und dass es nicht in der Masse irgendwie untergeht oder so. Und das würde ich mir für alle Schulformen wünschen. Mhm. Und leider ist es im Moment mein Objektiv als Mutter, mein ganz subjektiv, das eher auf einer IGS möglich als auf einem Gymnasium. Mhm. Und ich höre von vielen Eltern zum Beispiel wirklich dieses, ja, da sind ja die ganzen Schmuddelkinder, und dann lieber doch nicht dorthin, lieber dahin. Mhm. Und ich würde mir wirklich für die anderen, für alle Kinder wünschen, dass sie da überall gesehen werden als das, was sie sind, und die Möglichkeiten bekommen, das auch aus sich rauszuholen. Und da sind Sie ja ganz nah bei unserer ersten Reihe, weil das ist ja all das, was die Schülerinnen und Schüler selber gesagt haben. Ich glaube, wir hatten ganz hinten, ich gucke so ein bisschen ins Licht, Sie haben sich noch gemeldet, es blendet ein bisschen, deswegen.
Gerne. Ja, mein Name ist Thomas Leistner. Ich komme aus einer Berufsschule Heinrich Kleier in Frankfurt. Mhm. Wir haben eine klassische Berufsschule. Wir haben das berufliche Gymnasium, Oberstufengymnasium und auch noch die Berufsfachschulen, also berufsbezogene Schulen. Mhm. Also diese Grundsatzdiskussionen, die gibt es ja und ich denke, die führen auch nicht weiter. Mhm. Für mich ist die Frage, inwieweit ermöglichen wir dem Schüler, der Schülerin ein Kompetenzerleben? Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass man auch von Anfang an umfassender berät. Ich glaube, die Beratung ist nicht optimal, weil wenn ich sehe, bei uns treten mittlere Reifeschüler in das Oberstufengymnasium mit technischem Schwerpunkt über, allgemeine Hochschulreife. Das weiß man zum Teil nicht. Das mhm. Schulsystem geht durchaus auch von unten nach oben, nicht nur von oben nach unten. Und es ist immer eine gewisse Scham, wenn ich von oben nach unten muss. Aber möglicherweise, wenn jemand sieht, ich habe von Anfang an diese Möglichkeit mhm. und wenn das weiter im Bewusstsein ist, dann glaube ich, nimmt es auch diesen Druck, der momentan sozusagen in diesen entweder das oder das mhm. und es geht wirklich dann um den Schüler und um seine Potenzialentfaltung. Mhm. Vielen Dank. Hier vorne haben wir noch mal Lina und hier, also vielleicht da hinten noch an der Mütze vorbei. Entschuldigung, wenn ich sie so nenne, aber das erkennt man gut. Und dann vorne zu Lina. Ja, ich wollte eigentlich in die andere Richtung fragen. Wie groß sind denn die Differenzen zwischen dem Lessing-Gymnasium und dem Gagan? Also gibt es da irgendwie große oder Unterschiede zwischen diesen beiden humanistisch, altsprachlich, musischen? Das ist vielleicht tatsächlich eine Frage, die ich ganz wunderbar danach vielleicht im bilateralen Gespräch nochmal, das fände ich super, wenn wir uns darauf einigen könnten. Das ist eine relevante Frage, aber das können Sie vielleicht dann im bilateralen, hier vorne, Valina nochmal. Um einfach nochmal auf die Frage von heute zurückzukommen, also mhm. was braucht Frankfurt, braucht Frankfurt Gymnasien, würde ich jetzt einfach mal aus der Emotion hinaus sagen, eigentlich nein, weil wir haben schon viele Gymnasien und die sollen ja gar nicht abgeschafft werden, die können ja bleiben. Und klar, die haben auch Baustellen, an denen gearbeitet werden muss aber und kann. Aber was Frankfurt braucht, würde ich jetzt erstmal denken, sind nicht Gymnasien, weil wir, Gymnasien, da wir schon sehr viele haben. Ich würde eher denken, dass man vielleicht auch mehr Gesamtschulen braucht, integrierte Gesamtschulen, vielleicht auch in die Richtung von unserer. Ich meine, unsere Schule hat sich auch inspirieren lassen bei ganz vielen anderen Schulen in ganz mhm. Deutschland. Und wiederum, also die sind nicht ähnlich, also klar, die haben ein ähnliches Prinzip, aber dann sind die bestimmten Bereiche auch nochmal bestimmt ausgeprägt. Und ich finde, also ich denke, dass wenn es mehr von so Schulen gibt und nicht nur so der Blickwinkel auf Gymnasien liegt, dass dann sich Eltern auch mehr damit beschäftigen, wenn die merken, oder kommen jetzt ganz viele Gesamtschulen mit ganz anderen Konzepten und nicht mit den sehr alten Konzepten, vielleicht könnten wir uns damit ja auch beschäftigen. Mhm. Und dann wird vielleicht auch vor dem Wechsel mehr geguckt, oh, ich kann ja mit der Gesamtschule auch ein gymnasiale Sachen lernen, die mich dann auf die Oberstufe vorbereiten, kann dann trotzdem wechseln. Meine Chancen für ein Abi sind auch da, obwohl ich auf einer Gesamtschule bin. Und ich lerne auch die Sachen, wie gesagt, fürs Gymnasium. Und das sind, denke ich, dass wenn es mehr gibt, dass es dann auch den Blickwinkel auf die Schulen ändern würden, weil dann würden auch mehr hingehen. Dann wäre es nicht nur dieses, ja, da kommen die ganzen Schmuddelkinder zusammen, sondern auch dieses, da kommen Kinder mit verschiedenen Interessen zusammen. Mhm. Und dass vor dem Wechsel auch nochmal klar gemacht wird, was für Chancen man hat und wie in welche Bereiche man dann auch eintauchen kann. Danke, Lina. Gib mal nach hinten, da ist noch eine Meldung. Also ich wollte nochmal sagen, weil wieder auf die Frage zurück, warum, also braucht Frankfurt mehr Gymnasium, würde ich jetzt sagen, warum gibt es eigentlich Gymnasium, warum gibt es EGS, warum ist es so verschiedene Schularten, sage ich jetzt mal, mhm. und warum haben wir nicht ein ganzes großes, das würde eigentlich auch viel mehr Arbeit auch quasi sparen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. und ja. Guck mal neben dir. Also wie vorhin schon gesagt wurde, also auf das Thema nochmal zurückzukommen, wieso wir hier eigentlich hier sind. Es ist halt so, dass so ein paar Freunde von mir in der Grundschule, die sind auch alle nur auf ein Gymnasium gegangen und haben gesagt, eine IGS, das ist ja für Leute, die jetzt nicht so viel wissen, die, also das wurde bei mir mal so gesagt, dass mhm. für Leute, die
jetzt eher nicht so viel, nicht so schlau sind oder so, was zwar irgendwie nicht stimmt, weil wir lernen fast gleich, wir lernen genauso viel fast wie die Leute auf dem Gymnasium. Wir enden vielleicht schlauer, wir enden vielleicht aber auch nicht so schlauer. Also ich finde, ich würde dazu sagen, dass also beide so in der Art gleich sind, also ja. Ich würde sagen, wir machen die Schülerrunde hier vorne weiter. Ich finde das sehr sympathisch, eine letzte Runde mit Schülerinnen und Schülern. Ich würde sagen, man muss es vielleicht nochmal etwas anders beleuchten. Und zwar, da hinten wurde ja gerade schon gesagt, wieso man nicht einfach eine Schule für alle hat und die dann so bündelt. Ich glaube, das würde jede Schule absolut überfordern, wenn man alle Kinder an einem Ort lernen lässt, weil wir alle unterschiedliche Ansprüche haben. Das ist jetzt nicht nur Leistung, sondern was brauchen wir, was wollen wir, was brauchen wir vielleicht auch nicht. Und ich glaube, dass wenn man das einfach alles zusammentun würde, dass das vielleicht in einer Utopie funktionieren würde, das will ich gar nicht bestreiten, das wäre natürlich toll. Aber ich glaube, das ist einfach real nicht machbar. Mhm. Und dazu würde ich auch sagen, zum Beispiel diesen Schmuddelkinderkonflikt, also ich finde das furchtbar. Dazu möchte ich aber gerne sagen, dass wenn wir jetzt Kinder aus allen sozialen Schichten zusammen in einer Schule lernen lassen würden, was wir natürlich, okay, das muss ich anders sagen, wenn alle zusammen lernen, die aus den Familien auch, die sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind jetzt mit den Schmuddelkindern lernt, dann würde man ja eigentlich diesen Konflikt auch weiter anheizen, weil sie ja dann, also natürlich, man sollte Konflikte nicht aus dem Weg gehen, aber wenn man sie dann eben zusammentut, könnte ich mir auch vorstellen, dass Eltern dann sich auch trotzdem weiter beschweren würden, dass sie dann eben sagen, mein Kind ist jetzt mit einem Schmuddelkind oder mit Schmuddelkindern in einer Klasse und das gefällt mir eigentlich nicht, ich kann es zwar nicht ändern, aber irgendwie gefällt mir das nicht, Sie als Lehrkraft, machen Sie jetzt bitte etwas. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein viel gesellschaftlicheres Problem und hat auch mit dem Schulsystem zu tun und was es suggeriert, dass wir diese verschiedenen Formen haben. Ich glaube, es hat einfach auch etwas mit dem elitären Zeitgeist zu tun, der eben im Moment vorherrscht. Und das finde ich auch sehr schade. Wir haben ja auch gesagt, alle sind gleich wert, alle Schulabschlüsse sind gleich wert und es sollte anerkannt werden. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt nur durch die Schulform so viel ändern kann, sondern dass es einfach ein Problem ist, was man viel vielfältiger auch angehen sollte, weil es jetzt nicht nur darum geht, was machen wir jetzt mit der Schule, sondern auch, wie erreichen wir die Leute, die eben nicht mehr in die Schule gehen. Und das sind eben auch ganz oft die Eltern. Mhm. Reichen wir noch einmal durch. Also die Diskussion im Pfad auf, obwohl wir jetzt schon fast 2 Stunden haben. Also ich würde jetzt hier die Schülerrunde noch einmal durchmachen. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich nicht noch zu den Erwachsenen zurückgehe. Und ich mache noch eine ganz kurze, einen letzten Satz vom Panel. Und dann haben wir es geschafft. Bitte. Also ich finde, das größte Problem sind einfach diese merkwürdigen Wertigkeiten und Dogmen, die da die ganze Zeit herrschen. Und ich finde es irgendwie schade, dass das so krass, also dass das zu so einem Konflikt ausarten muss und dass es jetzt irgendwie, ich natürlich so aus meiner persönlichen Erfahrung, für mich war das nie ein Thema, dass es auf meiner Schule keine in Anführungszeichen Schmuddelkinder gibt. Ich finde das wirklich schrecklich, so diesen Ausdruck, und ich weiß auch, dass das passiert und dass es da ist, aber ich finde, also man sollte das jetzt auch nicht so verallgemeinern. Und außerdem, ja, ich glaube, dass einfach das Hauptproblem ist, dass eben diese komische Hierarchie herrscht, von wegen, dass, wie du gesagt hast, das ist in der Grundschule, wird einem das so suggeriert, dass die schlauen Kinder ans Gymnasium gehen, und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Mhm. Ich bin auf meine Schule gegangen, weil ich da Latein und Griechisch lernen konnte, das ist eine persönliche Neigung, die ich habe, und ich glaube, dass einfach man da anfangen muss, nicht dieses Denken zu suggerieren und nicht die Kinder in so merkwürdige Schichten aufzuteilen, mhm, und dass man vielleicht auch in einen Diskurs tritt, der weniger konfliktgeladen und weniger konkurrenzmäßig ist, als vielmehr einfach, dass man sich mehr zusammensetzt und irgendwie versucht, da was an der Gesamthaltung zu ändern und irgendwie hinzukriegen, dass man das alles auf eine Ebene nimmt und dass man weniger Hierarchie verbreitet und auch unter den Kindern. Mhm. Ja. Möchtest du noch?
Ja, also ich fasse mich kurz. Ich wollte nur noch dazu sagen, ich glaube, grundsätzlich ist es einfach wichtig, mehr Akzeptanz in die Sache zu bringen, dass sich die einen eben für eine Gesamtschule entscheiden, die anderen für ein Gymnasium, die anderen für eine Realschule. Aus verschiedensten Intentionen dahinter. Und ich glaube, man kann erstmal nicht alle Schulen pauschalisieren. Nicht jedes Gymnasium ist gleich gut. Verschiedene Gymnasien sind vielleicht verschieden gut in der Lage, die Kinder zu fördern, aber auch jede Gesamtschule ist unterschiedlich gut. Also nur auf eine Gesamtschule geschickt wird, heißt es nicht, dass von jedem genau gleich die Stärken und Schwächen, also die Stärken gefördert werden, aber auch nicht auf jedem Gymnasium heißt es, dass da jeder erfolgreich herauskommt. Also das sollte man nicht pauschalisieren, aber genauso auch nicht die Schüler. Und ich habe mich genau wie Elisabeth fürs Gagan entschieden, weil ich gerne Altgriechisch und Latein lernen wollte und ich bin damit auch sehr zufrieden. Das wäre für mich keine Möglichkeit gewesen auf einer Gesamtschule. Andererseits hätte ich auf einer Gesamtschule auch Dinge sicherlich gelernt, die ich am Gagan nicht gelernt habe. Und am Ende hat ja jeder verschiedene Facetten und keine Schule kann in der Lage sein, alle Facetten an einem Kind herauszubringen. Am Ende ist es eine Frage, entscheide ich mich vielleicht für ein Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt, für eins mit naturwissenschaftlichem oder halt für eine Gesamtschule. Und ich glaube, dadurch kann man am Ende nie alles erfahren, was man an einer anderen Schule auch hätte lernen können. Und ja. Okay, ich nehme eine sehr differenzierte Haltung mit. Und eine letzte Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Tandem und Sie haben zwei Plätze auf dem Fahrrad. Herr Diemeling, mit wem aus dieser Runde oder auch mit den Schülern würden Sie gerne eine Runde fahren? Und was würden Sie aus unserer Diskussion heute, wenn ich sage, was nehmen Sie mit, was würden Sie noch intensiver diskutieren wollen? Ich habe jetzt leider deinen Namen nicht verstanden, aber ich würde gerne mit der Elisabeth die Tour fertig machen, weil ich es auch sehr spannend fand, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast. Und das würde ich einfach nochmal gerne vertiefen. Und im Übrigen zollt es mir großen Respekt ab, wenn man am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium das Abitur in Altgriechisch gemacht hat. Darüber würde ich dann auch gerne nochmal plauschen an der Stelle. Frau Gülitzer, wie geht's Ihnen? Wen würden Sie im Fahrrad mit dem Fahrrad mitnehmen und über was würden Sie diskutieren wollen? Also Sie haben ja eben gesagt, ich habe zwei Plätze. Dann würde ich schon die zwei Herren mitnehmen. Also ich meinte den Platz für Sie und eine andere Person. Sie müssen sich entscheiden. Und würde gerne noch weiter diskutieren, weil in der Tat fand ich das jetzt gar nicht, Sie sagten eben so negativ. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel über Veränderung von Schule gesprochen. Absolut. Ja. Aber letztendlich bestimmt das Sein, das Bewusstsein und deswegen kommen diese Konflikte eben auch immer mal zutage. Und deswegen würde ich gerne so in einem Dreier-Tandem, nee, sagt man da nicht Tandem, sagt man dann Tridem. Mhm. Gut, ausnahmsweise. Bitte. Da fahre ich auch gerne mit. Insofern, nein, Sie müssen sich entscheiden. Ganz gut. Aber ich würde mir tatsächlich als Mitfahrerin für Lina entscheiden, weil ich gerne noch mehr sozusagen erfahren möchte über die Perspektive, die du vorhin geschildert hast, weil das wirklich brennend interessiert. Es klang ja auch vorhin schon so an und du hast ja hervorragend die Brücke geschlagen, auch zwischen den Positionen, die wir hier vertreten haben. Ich glaube nämlich, dass wir an vielen Stellen die gleichen Probleme identifizieren. Wir haben vielleicht unterschiedliche Lösungsansätze für diese Probleme, aber ich glaube, dass wir viel mehr voneinander profitieren könnten, wenn wir eben in Austausch treten würden. Und da ich ja schon bei dem Tandem mitfahre, würde ich dann also meine Tandemtour mit dir gerne bestreiten und dann auch gerne mehr darüber erfahren, eben tatsächlich, wie ihr das umsetzt, weil ich eben glaube, dass wir viel stärker in Austausch treten sollten und auch viel mehr Anerkennung für das jeweils vom anderen Geleisteten vorbringen sollten. Und dann würde ich gerne dir zuhören. Ich stramm du erzählst. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, die heute physisch zu uns gekommen sind, um in echt mit uns zu diskutieren, aber natürlich auch bei Ihnen, die uns online verfolgt haben, für Ihre unglaubliche Konzentration, natürlich Ihr Durchhaltevermögen, weil wir sind jetzt fast 2 Stunden in der Diskussion, aber das zeigt, über dieses Thema kann man einfach endlich, unendlich lange diskutieren. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Anregungen mitnehmen. Wir haben natürlich gar nicht den Anspruch, hier eine Lösung auch zu finden, denn dafür ist das Thema einfach zu groß, aber wir hoffen, wir konnten Ihnen einige Anregungen mitgeben. Ich darf mich ganz herzlich bei meinem tollen Panel bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute da sind, dass Sie physisch zu uns gekommen sind und natürlich auch bei der Veranstalterin Cornelia von Wrangel. Ich glaube, Sie wollen auch haben das letzte Wort. Sie hatten das Eingangswort und Sie haben das letzte und genau, damit übergebe ich Ihnen jetzt das Mikrofon, das irgendwo hier noch ist.
Ja, ich bedanke mich auch für die unheimlich konzentrierte und ernsthafte Diskussion. Ich habe viel gelernt. Bedanke mich beim Podium, bedanke mich bei dem Publikum, bei den Anregungen aus dem Publikum, ob Schüler oder Lehrer. Ich will nur ganz schnell, weil ich meine, dass Sie vielleicht das auch interessieren könnte, auf die weiteren Veranstaltungen hinweisen, die rund um das Thema Schule und Bildung der Polytechnischen Gesellschaft, der Reihe Aufbruch Bildung. Es geht am 12. April, das sind immer Dienstagabende. Schreiben Sie sich, also blockieren Sie sich schon mal den Dienstag, ja? Am 12. April geht es um digitale Spiele in der Bildung. Am 3. Mai geht es unter der Frage Schule für alle um Inklusion an Hessens Schulen. Am 10. Mai, eine Woche später, Dienstag, also es ist nach Ostern, da haben Sie wieder Zeit, geht es darum, welche Rolle die Schulen bei der Bekämpfung von antijüdischen Vorurteilen spielen können. Am 17. Mai, also wieder eine Woche später, geht es, das Stichwort fiel heute auch hier, um Kita und Bildungsgerechtigkeit, programmierte Ungleichheit, die Unterzeile, Fragezeichen. Und am 24. Mai, da geht es um die Lage der deutschen Sprache in den Schulen. Das war sozusagen der Werbeblock für die nächsten Bildungsveranstaltungen. Jetzt kommt noch ein ganz klitzekleiner Werbeblock, nämlich die nächste Veranstaltung des Kuratorium Kulturelles Frankfurt. Die ist an einem Mittwoch. Die ist am 27. April auch hier in der Evangelischen Akademie. Und das ist ein Zwiegespräch oder ein Interview mit dem ehemaligen Baudezernenten von Frankfurt, dem Hans-Erhard Haferkampf, der hier vieles erlebt hat, aber noch viel mehr erlebt hat in Berlin. Dort war er nämlich der Bauleiter fürs Kanzleramt. Unter anderem, er hat noch viel mehr andere Dinge gemacht. Jetzt kommt der allerletzte Akt, bevor Sie dann noch mal 30 Sekunden zählen und dann sitzen bleiben. Das Podium kriegt, ich will jetzt den Alltag des Podiums ein wenig versüßen, auch mit einem familiären Geschenk. Zur Familie der Polytechnischen Gesellschaft gehört das Bien-Institut in Oberursel. Sie kennt ihn schon, sie war schon mal da. Halten Sie uns die Treue. Für alle Prüfungen, die gemacht werden müssen, drücke ich alle Daumen, ja? Und kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Ja, das war's. Vielen Dank.